ist der Papa. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, guten Abend. Im Namen der Körperstiftung und der Thalia Buchhandlung heiße ich Sie herzlich willkommen hier im Körperforum zu einer ganz besonderen KI-Kooperationsveranstaltung. Hier ist der Titel: Was, wenn die künstliche Intelligenz irrt? Mein Name ist Ulrike Fritz-Schink. Ich bin Mitarbeiterin im Bereich Demokratie, Engagement, Zusammenhalt der Körperstiftung. Und auch in der Körperstiftung, in der Arbeit der Körperstiftung, ist die digitale Transformation immer wieder ein zentrales Thema. So wurde jüngst der Körperpreis für die europäischen Wissenschaften an die Informatikerin Cordelia Schmidt verliehen. Sie erhielt ihren Preis für ihre bahnbrechenden Verfahren in der computergesteuerten Bilderkennung. In einem anderen Beispiel hat die Körperstiftung in einer gemeinsamen Initiative mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften den EPA-Check-Up entwickelt. Eine App, mit der man sich schnell und sehr einfach über die elektronische Patientenakte informieren kann, um sich dann selbst eine Haltung oder eine Meinung dazu zu bilden. Wenn Sie zu diesem brisanten Thema Interesse haben, dann nehmen Sie sich doch gerne im Anschluss der Veranstaltung so ein kleines Gesundheitspäckchen mit Informationen. Solche großen und kleinen Projekte der Körperstiftung zeigen eine Haltung, die sich ganz klar für die Wissenschaft, für technologischen Fortschritt und für Innovationen ausspricht. Ebenso wichtig sind der Stiftung aber auch Veranstaltungen wie diese heute Abend. Veranstaltungen mit Expertinnen und Experten, die die Potenziale der künstlichen Intelligenz erklären. Die und dabei ebenso über Chancen, aber auch über die Risiken der KI aufklären, die öffentlich debattieren und im besten Fall ja, sich in der Politik für ein Regelwerk einsetzen. Denn, das wissen wir alle, Big Data speichert unser Verhalten. Ja, die KI analysiert es und Algorithmen treffen Entscheidungen über uns hinweg oder für uns. Doch wer mischt hier mit und mit welchem Ziel? Welche Grenzen setzt die Politik der Wissenschaft und der Wirtschaft? Vielleicht geht es Ihnen da wie mir. Mir macht die KI auch manchmal Angst. Aber zwei, die wissen, wozu künstliche Intelligenzen im Guten wie im Schlechten fähig sind, sind heute hier zu Gast. Sie bilden eine spannende Allianz aus Informatik und Philosophie. Es ist uns deshalb eine große Freude und auch eine große Ehre, Sie heute hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Professorin Katharina Zweig und Professor Gerd Skobel. Schön, dass Sie da sind. Professorin Katharina Zweig gezählt zu den wichtigsten KI-Expertinnen unserer Zeit. Sie hat Biochemie und Bioinformatik studiert und ist seit 2012 Informatikprofessorin an der Universität mit dem langen Namen. Wir hatten das schon, Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, wo sie den deutschlandweit ersten einmaligen Studiengang der Sozioinformatik ins Leben gerufen hat. Sie wurde unter anderem mit dem Communicator-Preis der Deutschen Forschergemeinschaft ausgezeichnet. Sie ist KI-Botschafterin für Rheinland-Pfalz und Mitbegründerin des KI-Beratungs-Startups Trusted AI GmbH. Sie ist als Expertin für verschiedene Bundesministerien tätig und war Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestags zum Thema künstliche Intelligenz. 2019 erschien ihr Bestseller Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. 2021 ein Buch über ihr Fach, die Sozioinformatik. Und genau heute feiern wir die Premiere ihres jüngsten Buches, nämlich Die KI war's, von absurd bis tödlich, erschienen im Heine Verlag. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So lautet denn die Frage unseres heutigen Abends auch: Was, wenn die künstliche Intelligenz sich irrt? Denn, dass sie sich irren kann und irrt, schildert Katharina Zweig in vielen eindrücklichen Beispielen. Sie fordert uns deshalb auf, mitzudenken und die Zukunft mitzugestalten, auch wenn wir nicht Informatik studiert haben.
Damit uns dies gelingt, wird uns Frau Zweig zunächst in einem kurzen Impulsvortrag in die Welt der Algorithmen einführen. Wir freuen uns besonders, dass wir für das anschließende Podiumsgespräch Professor Gerz Kobel, einen der renommiertesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands, gewinnen konnten. Gerz Kobel moderiert und leitet unter anderem das interdisziplinäre Wissenschaftsformat Skobel auf Dreisat und erhielt für seine Arbeiten unter anderem 2x den Grimme-Preis sowie den Deutschen Fernsehpreis. 2022 wurde er für seinen YouTube-Kanal Skobel mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Gerz Kobel ist seit 2016 Professor für Philosophie und Interdisziplinarität an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und er ist Autor vieler Bücher, darunter Weisheit über das, was uns fehlt. Und ich nenne ein weiteres, ein Buch, das er geschrieben hat mit Markus Gabriel, Zwischen Gut und Böse. Einer der Schwerpunkte seiner Arbeit als Direktor am Zentrum für Ethik und Verantwortung ist die Ethik der Digitalisierung. Meine Damen und Herren, gleich geht es los. Wie Sie wissen, wir laden Sie immer ein, im Anschluss an diese Veranstaltung noch mal ein Glas Wein oder Wasser Ihr Gespräch fortzuführen. Es gibt einen Empfang im Steinfoyer und dort finden Sie auch den Büchertisch der Thalia Buchhandlung, wo Sie die Bücher, das Buch und die Bücher der beiden Autoren erwerben können und vielleicht auch signieren lassen können. Und wenn Sie Lust auf weitere KI-Veranstaltungen im Körperforum haben, nehmen Sie sich gerne auch einen Veranstaltungsflyer mit. Aber jetzt wünsche ich Ihnen hier einen anregenden Abend, uns allen. Die Bühne gehört Ihnen. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, mit welchen Erwartungen auch immer Sie gekommen sind. Tja, die Frage, was machen wir, wenn die künstliche Intelligenz sich irrt? Dazu möchte ich Sie erstmal fragen, wie viele Entscheidungen haben Sie denn heute schon gefällt? Also, mein Mann ist bei uns zu Hause mit den Kindern. Da muss man 3x am Tag überlegen, was koche ich denn heute? Wird es den Kindern schmecken? Was muss ich dafür alles einkaufen? Dann wollen die Kinder zum Flötenunterricht. Das andere Kind macht im Moment Bogenschießen. Und das heißt, der ganze Tag ist voller Entscheidungen, was man wie macht. Mein Mann sagt oft, das ist so, wie wenn ich 3 Leben gleichzeitig lebe, weil ich ja das von den Kindern auch noch habe. So, als Arbeiterin habe ich auch jeden Tag jede Menge Entscheidungen. Ich muss zum Beispiel gerade einen Projektleiter einstellen, 2 neue Doktorandenstellen einstellen. Ich muss überlegen, ob ich in der 1 Stunde oder in den 10 Minuten, die ich gerade übrig habe, noch ein paar E-Mails beantworte oder doch noch mal in den einen Text reingucke. Ich bin abends ganz schön müde, entscheidungsmüde. Wie geht's Ihnen? Hätten Sie da nicht vielleicht auch ganz gerne jemanden, der Ihnen ein paar dieser Entscheidungen abnimmt? So, was sollte denn ein solches System dann zeigen, damit es Ihnen Entscheidungen abnehmen kann? Auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass die KI dann auch, oder die Maschine, sagen wir mal, eine hohe Qualität in der Entscheidungsgüte hat. Ja, wenn die jetzt immer Fehlentscheidungen macht und Sie müssen danach wieder aufräumen, dann haben Sie auch nicht viel gewonnen. Dann gibt es noch eine zweite Dimension. Manche dieser Entscheidungen betreffen ja auch Menschen. Also wenn ich jemanden einstelle, dann sollte ich zum Beispiel fair sein. Ich sollte mir Männer und Frauen angucken und nicht davon ausgehen, dass dadurch, dass in der Informatik ja, bei uns unter den Studierenden sind so 8% Frauen, könnte man ja sagen, dann sind die Männer vielleicht irgendwie besser. Das darf ich natürlich nicht machen. Also das heißt, eine Entscheidung muss fair sein, diskriminierungsfrei. Und das sollte die Maschine dann schon auch können. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit Maschine gesagt und meine damit natürlich hauptsächlich die sogenannte künstliche Intelligenz oder KI. So, und da fängt es eigentlich schon an. Was ist denn diese KI? Und tatsächlich gibt es da eine quasi babylonische Sprachverwirrung. Denn wir verstehen unter die KI, wenn wir zum Beispiel sagen, Deutsches Forschungszentrum für KI, dann meinen wir damit ein Studienfach oder ein Forschungsgebiet, in dem wir bestimmte Fragen stellen, nämlich solche Fragen wie, wie können wir den Computer dazu bringen, etwas zu tun,
was, wenn es ein Mensch täte, Intelligenz erforderte. Das ist das Forschungsgebiet. Dann versteht man KI auch ganz gerne als Menge von Methoden, um Computern diese Intelligenz zu verleihen. Und um das abzurunden, nennen wir jetzt auch noch das Ergebnis. Das heißt, die Software, die Computer intelligent macht, die nennen wir auch noch KI. Und das ist schon mal irgendwie sehr schwierig, diesen Begriff ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und außerdem ist es ein bisschen so, denn die Software, die wir damit erstellen können, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich werde Ihnen gleich noch ein bisschen was vorstellen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man auf eine Baustelle ginge und alles vom Hammer über die Schubkarre bis zum Kran als künstliche Stärke bezeichnen würde und versuchen würde, über alle diese Werkzeuge hinweg irgendwas auszusagen. Aber trotzdem, was wir heute Abend darunter verstehen wollen, ist die folgende Definition, und ich bitte alle Akademiker hier um Entschuldigung, es ist keine besonders gute Definition. Alle von Computern ausgeführten Tätigkeiten, die bisher von Menschen durchgeführt wurden und mit menschlicher Intelligenz assoziiert werden. Dass diese Definition so schlecht ist, die ist sehr, sehr breit, da gehört eigentlich der Taschenrechner schon auch irgendwie mit dazu. Das liegt eben daran, dass dieser Begriff so breit verwendet wird. Und wir in der Informatik sind eben keine Sprachwissenschaftler. Ja? Wir fangen jetzt nicht an, Begriffe zu definieren. Und das ist tatsächlich eine Definition, die es dann auch in den Schlussbericht der Enquete-Kommission geschafft hat. Was Besseres haben wir in unserem Bereich nicht als das hier. Unter KI fallen zwei verschiedene Arten. Das hat man schon fast vergessen, denn heute redet ja jeder nur über ChatGPT. Aber in den 1950ern bis 1980ern hat man erst einmal versucht, dem Computer die Welt da draußen zu erklären. Man hat ganz viele Experten befragt und hat gesagt, wie übersetzt du denn zum Beispiel? Und daraus hat man Regeln gemacht, 50.000 Regeln, 80.000 Regeln und die so abgelegt im Computer, dass der Computer damit arbeiten konnte. Man hat auch sogenannte Ontologien hergestellt. Da versucht man dem Computer zu sagen, wie die Dinge miteinander in Bezug stehen. Zum Beispiel so etwas wie ein Tiger ist ein Säugetier. Ein Säugetier ist ein multizellulärer Organismus. Und dann kann der Computer mithilfe eines Logiksystems Sätze aus diesen Strukturen ableiten. Der weiß jetzt Tiger, Säugetier, Säugetier, multizellulärer Organismus. Dann kann er auch sagen, der Tiger ist ein multizellulärer Organismus. Das ist dann nur noch Logik. Das hat nicht gereicht. Und das weiß auch jeder, der mal versucht hat, einem Kind etwas so genau aufzuschreiben, dass das Kind gar keinen Fehler machen kann, wenn es zum Beispiel die Waschmaschine bedienen soll oder so. Wir können die Welt nicht hundertprozentig in Regeln beschreiben. Für diese Übersetzungssysteme, wie gesagt, 50.000 bis 80.000 Regeln. Das viel größere Problem ist aber, was macht man, wenn die Maschine dann einen Übersetzungsfehler macht? Man weiß gar nicht, an welchem dieser 50.000 bis 80.000 Dingern man drehen muss. Und das hier sind die Ergebnisse von den 1980ern, den Übersetzungssystemen. Da hätte ein State of the Art, also ein Übersetzungssystem, das es nicht besser gab zu dem Zeitpunkt, gesagt auf Englisch. On Reunions, Sie erinnern sich? Klar, natürlich, On Reunions. Das passt mir nicht in den Kram, wäre übersetzt worden mit That does not usually suit me in the stuff. Und wir packen das, ist anscheinend ein Aufruf, etwas zu verpacken. Let's pack it. So, das war die klassische KI. Und die scheitert eben daran, dass diese Regelsysteme so groß werden, dass sie nicht mehr handhabbar sind. Und jetzt, was wir gerade jetzt erleben, ist das sogenannte maschinelle Lernen. Das ist also eine andere Methode, auch unter dem Bereich KI, künstliche Intelligenz. Das hier ist die Übersetzung von DeepL. That doesn't suit my plans at all. Für das passt mir überhaupt nicht in den Kram. Let's do it. Für wir packen es an und goodbye. Für auf Wiedersehen, alles gut. Wie funktioniert das? Das funktioniert tatsächlich ganz anders. Da gibt das Informatikteam keine Übersetzungsregeln vor, sondern die Europäische Union hat uns ja glücklicherweise ganz viele Dokumente in allen europäischen Mitgliedstaatensprachen gegeben. Und dann kann man Mathe machen. Das heißt, man nimmt sich
Paare von Texten, die die Übersetzung voneinander sind, und lässt die Maschine einfach zählen. Und dann zählt die, merkwürdig, diese 5 Wörter. Und diese 3 Wörter, die kommen statistisch gesehen viel zu oft vor in beiden Texten, in diesen Textpaaren. Dann wird wohl das eine die Übersetzung des anderen sein. Also ein reines Auszählen. Das heißt, in einer Art und Weise lassen wir die Maschinen hier die Welt selbst entdecken, die Regeln selbst entdecken, nach der die Welt funktioniert. Aber es ist kein Selbst. Ja? Unser Philosoph wird natürlich sofort sagen, da ist kein Selbst, das ist Mathe. Und trotzdem kann das hilfreich sein. So, was gibt es für KI-Systeme, mit denen Sie vielleicht auch schon gearbeitet haben? Ein Produktempfehlungssystem lernt aus dem, wie Sie sich in den letzten Jahren verhalten haben, was Sie gekauft haben, was Sie angesehen haben, macht dann Entscheidungen für die Zukunft. Predictive Maintenance ist auch etwas, was ziemlich gut funktioniert. Die Maschinen lernen zuzuhören, zum Beispiel bei den beiden Aufzügen, die draußen laufen. Und sobald der Aufzug sich mal ein bisschen anders anhört, lässt man den Techniker oder die Technikerin kommen. Übersetzungen funktionieren inzwischen ganz gut nach diesem neuen Prinzip. Sprachassistenten haben sicherlich auch viele von Ihnen schon mal benutzt. Mein Mann macht das ganz gerne bei der Navigation. Und dann sagt er eben Siri oder was hast du? Nee, Siri hast du nicht. Führ uns auf die Kehrwiederspitze 12. Auch das ist KI, denn es wurde gelernt, was wir sagen und wie sich das in Wörter übersetzen lässt. Und alles, was mit Bild- und Audioerkennung zu tun hat, also wenn Sie Ihr Handy aufmachen und das hat eine Gesichtserkennung, dann ist das auch KI. Ich persönlich forsche an den sogenannten algorithmischen Entscheidungssystemen. Das heißt, da gibt es einen Algorithmus. Meistens nimmt der Menschen als Input und bewertet diese Menschen in einem Scoring-Verfahren. Das könnte zum Beispiel die Schufa sein, die bewertet uns ja auch in unserer Kreditwürdigkeit. Es kann aber auch das Risiko sein, rückfällig zu werden. Oder sie teilt diese Menschen in Klassen ein. Und auch das kennt man, also in der Autoversicherung, wir haben jetzt gerade ein neues Auto gekauft, da ist dieses Auto dann eben mit mir als Fahrerin in eine Klasse einsortiert worden, mit Hilfe eines Algorithmus. Was ist jetzt das Problem bei KI? Und da brauche ich jetzt Ihre Mithilfe. Sie müssen mir sagen, was Sie auf diesem Bild sehen. Wer sieht was auf diesem Bild? Das ist keine Fangfrage, das ist eine ganz einfache Frage. Einen umkippenden Baum, ja, im Hintergrund, ja, vielleicht irgendwas mehr so im Vordergrund. Ein Pferd und Reiter, nicht schlecht. So, das Problem ist, die KI, eine Bilderkennungs-KI, wurde trainiert mit ganz vielen Bildern, wo man ihr sagte, das ist ein Bild von einem Pferd, das ist ein Bild von einem Hund, das ist ein Bild von einer Katze. Damit wurde das System gefüttert und es hat auch gesagt, dass hier ein Pferd zu sehen ist. Jetzt hat ein Kollege eine Methode entwickelt, mit der man die Maschine fragen kann, wo guckst denn du eigentlich hin? Und dabei stellte sich heraus, dass die Maschine das Ding hier im Hintergrund überhaupt nicht interessiert hat. Das hat hier vorne hingeguckt. Was steht da vorne? Da steht der Copyright-Vermerk von einem Pferdefotografen. Und tatsächlich waren in diesem Trainingsdatenset nur Pferdefotos von diesem einen Fotografen, der immer brav sein Copyright-Schild dahin gemacht hat. Und die Maschine hat gedacht, super, daran kann ich jetzt Pferde erkennen. Super, hervorragend. Das heißt, wenn man ein Bild baut, wie dieses hier, dann ist das auch ein Pferd. Ja, sieht man, ist ein Pferd. Bisschen modern, aber Pferd. So, und die Kollegen nennen das den sogenannten Clever-Hans-Effekt oder der kluge Hans-Effekt. Und das kommt von einem echten Pferd, ein Pferd in Deutschland, in Berlin. Und das ist Herr von Osten. Herr von Osten war Grundschullehrer und hat gedacht, er bringt jetzt diesem Pferd Rechnen, Lesen und alles Mögliche bei mit Methoden aus der Grundschule. Und tatsächlich war Hans unglaublich klug, der konnte aber leider nicht reden. Das heißt, das Einzige, was er gemacht hat, war mit dem Huf aufzutopfen, aber immer so lange, wie es die Antwort erfordert hat. Also man hat dann ihm eine Zeitungsseite zu lesen gegeben, eine Frage gefragt und dann gab es 3 Antworten und dann ist es entweder Antwort A, B oder C oder 1, 2, 3 und dann hat er halt
korrekt oft geklopft. Natürlich dachte man am Anfang, das ist Schmu, der betrügt einer, aber das war nicht so. Sondern was das Pferd gelernt hatte, ist, dass wenn Menschen ihm eine Frage stellen, dann erwarten sie, dass er mit dem Huf aufklopft. Und in dem Moment, wo sie das erwarten, beugen sie sich nach vorn, damit sie diesen Huf sehen können. Das heißt, sobald sich der fragende Mensch nach vorne beugte, fing das Pferd an zu klopfen. Der Mensch, wenn er die Antwort wusste, entspannte sich, sobald diese Zahl erreicht wurde, und das Pferd hörte auf zu klopfen. Also, deswegen heißt das der kluge Hans-Effekt. Und das ist jetzt also das Problem. Wir geben der Maschine ganz viele Beispiele zu lernen und sie findet darin auch irgendwelche Muster. Viele davon werden sinnvoll sein, aber manche sind eben Unsinn. Und wir können jetzt die Maschine nicht befragen, nach welchen Kriterien sie das macht. Wenn sie uns das, also natürlich, mein Kollege hat herausgefunden, wie man jetzt bei dieser speziellen Bilderkennung hingucken kann und die Maschine fragen kann, wo guckst du eigentlich hin? Aber das können wir nicht für alle KI-Systeme tun. Wir haben nicht immer solche Mechanismen, mit denen wir verstehen können, was die Maschine da tut. Und die Maschine bildet eben ihre eigenen Muster aus. Und diese Muster haben mit dem, wie wir über die Welt reden, nichts zu tun. Wir geben ihr nicht vor, dass sie das anhand unserer Begrifflichkeiten tun soll. Also ich bin Informatikerin, aber mit all diesen Fragen muss ich mich immer interdisziplinär in die Gebiete von anderen Leuten hineinwagen. Und ich habe das Glück, mit vielen Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen, insbesondere mit einem Sprachphilosophen, Jan-Georg Schneider aus unserem Landauer Teil von der Universität, Ralf Becker, einem Erkenntnistheoretiker und Phänomenologen, und Johannes Lennart, ein Mathematiker, der zum Philosophen geworden ist, und eben auch Gerd Skobel. Wir haben auch in Seminaren schon zusammengearbeitet. Und dabei habe ich immer besser verstanden, wie wir als Menschen eigentlich Begriffe formen, wie wir Wörter formen. Naja, und ich erkläre das meinen Studierenden immer so: Wir haben hier etwas, das nennen wir das Meer. Und wir haben hier etwas, das nennen wir den Strand. Aber könnt ihr mir jetzt als Menschen so ganz klar sagen, wo das Meer anfängt und der Strand aufhört? Und klar, ich meine, meine Informatiker, die sagen dann, wieso sieht man doch, Frau Zweig, diese weißen Pixel? Das ist ja offensichtlich der Rand des Meeres. Sag ich, naja, eine Sekunde später ist der woanders. Und was ist denn mit dem Wasser, das in den Sand einsickert? Und was ist mit den Sandkörnern, die sich lösen vom Strand? Gehören die jetzt schon zum Wasser oder sind die noch Strand oder sind die Strand to be oder was ist denn da? So, und das mag für diejenigen von Ihnen, die eine geistes- oder sozialwissenschaftliche Ausbildung haben, trivial sein. Aber ich als Informatiker musste darüber die letzten Jahre nachdenken, dass Wörter und Begriffe eben soziale Konstrukte sind und keine statistischen. Das, was die Maschine macht, ist aber rein statistisch. So, das heißt, die Maschine kann uns mit diesen Methoden prinzipiell keine Begründung liefern für das, was sie tut. Und sie könnte die Welt ganz anders gruppieren, als wir es tun. Deswegen müssen wir wenigstens rauskriegen, ob die KI es gut macht. Das ist das Einzige, was wir können. Begründen kann sie es uns nicht, aber wir können sie beobachten, ob sie gute Entscheidungen trifft. Und da habe ich jetzt mal versucht, eine Kategorisierung zu finden. Und ich denke, darüber werden wir gleich auch ein bisschen mehr sprechen. Denn das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Es wird in den nächsten Jahren ganz viele Ideen geben, was man alles mit KI tun könnte. Und dann sollten Sie diese vier Kategorien kennen. Wenn die Maschine einen Fakt erkennen soll, ein Fakt ist etwas, bei dem wir intersubjektiv, das heißt jeder von uns, zu derselben Meinung kommen müssen. Ja, zum Beispiel gab es eine KI-App, da sollte man reinhusten und dann erkennt die App, ob man Corona hat oder nicht. Dann gibt es die intersubjektive Methode der PCR, mit der wir uns einigermaßen sicher sein können, ob die Person jetzt wirklich Corona hat oder nicht. Das ist eine Fakten-App. Die kann uns immer noch nicht begründen, woran sie das erkennt, aber wir können sie immerhin überprüfen, ob sie das gut macht oder nicht. Dann wird man ihnen sagen, ja, mit KI kann man ganz wunderbare Risikovorhersagen machen. Da können wir dann auch im Prinzip gucken, ist eine Person in der Risikogruppe. Tatsächlich hat die tatsächlich ein höheres Risiko, das zu tun. Wie zum Beispiel bei Autoversicherungen funktioniert das hervorragend, dass wir in der Zukunft gucken, ob die Einteilung gut war. Bei einer
Rückfälligkeitsgefährdung vor Gericht ist das nicht so. Denn wenn ich der Richterin sage, diese Person wird mit hohem Risiko rückfällig werden, dann wird die Richterin diesem Menschen eine längere Haftstrafe geben. Damit verändert sie aber die Zukunft dieses Menschen. Und wir können nicht in 2 Jahren einfach nachgucken, ob diese Person tatsächlich rückfällig wird. Denn ihr Leben hat sich so dramatisch verschlechtert, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rückfälligkeit gestiegen ist. Also bei Risikovorhersagen wird es schon schwierig. Da können wir noch nicht mal die Qualität so ganz gut überprüfen. Ganz sicher sollten wir KI aber keine sogenannten Werturteile oder auf Englisch Judgments machen lassen. Und das habe ich gelernt von Kahneman, Ciboney und Sunstein, das sind solche Urteile, bei denen sich Experten nicht beliebig uneins sein dürfen. Wenn sie sich einig sein müssten, wäre es ein Fakt. Aber wir gucken jetzt an denen, bei denen sich Experten nicht beliebig uneinig sein dürften. Das sind zum Beispiel Benotungen. Ja, ich darf nicht auf eine Bachelorarbeit eine 1 geben, wo mein Kollege sagt, das ist durchgefallen. Da sind wir uns zu sehr uneinig. Da braucht es dann einen Prozess, wo wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Das kann die Maschine nicht, weil wir für diese Art von Urteilen brauchen wir Begründung. Und das habe ich ja gerade dargelegt. Das kann die KI nicht mit den Methoden, die wir heute haben. Und dann die, die Hoffnung haben, man könnte Politiker durch KI ersetzen. Das ist völliger Unsinn. Denn Politiker und Politikerinnen müssen 2 Dinge tun. Erstens müssen sie Entscheidungen treffen, wo es vorher noch keine Beispiele für gab. Wir wissen nicht, was kommt, wie zum Beispiel bei den Lockdowns in der Pandemie. Und das Zweite ist, sie müssen Abwägungen treffen, weil es ja meistens konkurrierende Dinge gibt, die man miteinander verhandeln muss. Das heißt, sie treffen Werturteile. Da das beides mit KI nicht geht, bleiben uns Politiker und Politikerinnen weiterhin erhalten. In den letzten Jahren haben wir schon viel über KI diskutiert. Und ich sehe, dass wir uns als Gesellschaft auch immer einiger werden, was davon wir jetzt wirklich haben wollen, was wir nicht haben wollen. Ich war gerade beim Kanzler in der Klausursitzung auf Meseberg. Da hat man wirklich gesehen, so langsam haben wir eine Idee. Aber vor 6 Jahren sah das ungefähr noch so aus wie dieser Knoten. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Buch und dieser neuen Struktur mit diesen 4 Kategorien diesen gordischen Knoten zwar nicht zerschlagen habe, aber doch ein bisschen hübscher gemacht habe. Vielen Dank. Ja, als Philosoph bin ich beeindruckt, immer wenn du was machst, weil ich hinterher das Gefühl habe, so einfach ist das eigentlich. Also wir duzen uns, weil wir uns tatsächlich kennen und nicht, weil das sozusagen in ist. Mir ist was bei deinem Vortrag jetzt aufgefallen, was mir beim Lesen vom Buch gar nicht so aufgefallen ist. Wenn Sie nochmal an das Bild mit dem Meer denken, ich weiß nicht, kannst du das sogar, ach so, wir haben jetzt ein anderes, ist egal, brauchen wir nicht. Also an das Bild mit dem Meer denken, ne? Wir haben es eigentlich immer wieder mit Unschärfen zu tun. Ja. Auch zum Beispiel, dein Einstieg war ja das Essen für die Kinder. Mhm. Naja, da gibt es halt Gerichte, die mögen die jetzt super, das ist das absolute Lieblingsgericht. Ja? Und dann gibt es so Sachen, ja, die sind okay, und dann gibt es Sachen, die sind bäh. Mhm. So, und dazwischen gibt es aber, wenn du jetzt bei chefkoch.de nachguckst, hast du dazwischen eine ganze Bandbreite unscharfer Gerichte, wo die vielleicht selber noch nicht wissen, ob sie es gut finden oder nicht. Das heißt, in der Politik, das war dein Beispiel, damit habe ich mich ja auch beschäftigt, hast du es immer wieder zu tun mit, ich fang mal anders an, in einer Demokratie kannst du eindeutige Gesetze bestimmen, ja, Grundgesetz oder was auch immer, ein Gesetz für, keine Ahnung, ein Auto, was irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise fahren soll. Aber du hast zig Möglichkeiten, das umzusetzen. Es gibt nicht den einen Weg, es richtig zu machen. Also du kannst Linksverkehr haben und du kannst Rechtsverkehr haben. Beides ist okay. Nur wenn du Auto fährst, solltest du dich vorher geeinigt haben, fährst du jetzt links oder fährst du rechts. Was ich damit sagen will, du hast eine Pluralität von Zugangsweisen in einem politischen System. Auch da gibt es nicht ein richtiges und ein falsches. Also wir haben es immer wieder mit Unschärfen zu tun. Und die Probleme, die uns, sage ich jetzt als Philosoph, die uns so auf einer existenziellen Ebene bis in unsere Beziehungen hinein beschäftigen, sind ja Probleme, die mit diesen Unschärfen zu tun haben. Ja.
Und das, was wir offensichtlich so bewundern an KIs und das, was uns aber auch gleichzeitig so ins Stolpern bringt, ist, dass die ja irgendwie mit diesen ganzen Unschärfen, dass die mit diesen ganzen Unschärfen irgendwie super gut umgehen können. Also ja. Ich habe so ein ziemlich unscharfes Netflix-System, weil ich genau wie beim Lesen Allesfresser bin, was Filme angeht. Mhm. Das muss ziemlich verwirrend sein eigentlich für einen Algorithmus, was ich da mache. Und trotzdem kommen immer wieder Vorschläge, die ich dann gut finde. Also das ist auch relativ einfach zu erklären. Aber was ich meine, ist, unser Leben ist einfach geprägt von diesen Unschärfen. Und du hast ja sehr klar gemacht, wie massiv sich die Dinger irren können. Ne? Die gucken gar nicht auf das Pferd oder auf die Katze, sondern die gucken unten auf das Logo, weil sie mit diesen Bildern trainiert worden sind. Und immer wenn das Logo unten drin war, war es auch ein Pferd. Also wenn die Maschine nicht völlig blöd ist, sagt sie, guck auf das Logo, dann weißt du, ob es ein Pferd ist. Mhm. Ne? Wir wissen nicht genau, was die Maschine da in der Regel, was die da macht. Aber das Irre ist ja, dass ganz viele Outputs solcher Programme uns in der Masse wahnsinnig gut voraussagen können. So, das ist sozusagen das, was die Assoziation, die ich dazu gehabt habe. Und deshalb wäre mein Vorschlag, lass uns tatsächlich anfangen mit deinen vier Kategorien. Bei einer habe ich ein bisschen Bauchgrummeln. Mhm. Da unterhalten wir uns gleich drüber. Fangen wir an mit der, die ja relativ einfach ist: Fakten. Ja. Wie, wo, wann können, sollten wir KIs einsetzen, die damit zu tun haben? Also, die Idee ist, dass die Dinge, die Fakten sind, da gibt es dann anscheinend also einen zweiten Weg, der vielleicht teurer ist, langsamer ist, mit dem wir feststellen können, ob die Maschine es richtig gemacht hat oder nicht. Und wenn sie das dann gut genug macht und ob es gut genug ist, das hängt sicherlich von der Situation ab, dann können wir sie einsetzen. Ich gebe mal ein Beispiel. Also Gesichtserkennungssysteme sollen auf einem Foto oder einem Videostream eine Person mit Namen erkennen. Das können wir dann natürlich auch per Auge machen. Das heißt, wir können dann 10 Experten hinsetzen, die gleiche Datenbank an Bildern haben. Und die können dann sagen, ja, das ist jetzt wirklich Herr Müller oder es ist eben nicht Herr Müller. Diese Systeme, wenn sie innerhalb von einer Firma eingesetzt werden, um Hochsicherheitsbereiche verlässlich abzuschließen, kann man wunderbar einsetzen, selbst wenn die nur mit 95% Wahrscheinlichkeit richtig liegen. In den 5% holt man dann halt den Sicherheitsdienst, das dauert etwas länger, das ist ein bisschen unangenehm und das muss man sicherlich auch abstellen, aber es ist nicht so schlimm. Wenn dasselbe System mit 95% Genauigkeit am Berliner Südkreuz hängt, und man damit nach 300 oder 1000 oder 2000 Verbrechern sucht, dann führt das dazu, dass viel zu viele Menschen morgens auf dem Weg zur Arbeit ausgesondert werden. Da bräuchte man so ungefähr 500 Polizistinnen und Polizisten, die mit nichts anderes beschäftigt sind, die Falschpositiven von wahrscheinlich niemanden an dem Tag, der tatsächlich auf der Liste der Gesuchten ist, zu trennen. Das heißt, diese Frage, wann wir sie einsetzen können, ist dann abhängig von dem Setting. Komme ich nochmal auf meine Unschärfe zurück. Mhm. In meinem Unschärfebild mit dem Meer heißt das, ich kann KI-Systeme super gut dann einsetzen, wenn ich eine ganz klar definierte Kante des Strandes habe und sage, bis da ist Strand und keinen Millimeter weiter. Das heißt, ich kann sozusagen meine ganzen Anwendungsfälle, die ganzen Leute, die in der Firma arbeiten, die kann ich da reinhauen. Es gibt keinen weiteren Anwendungsfall. Also Leute, die nicht in der Firma arbeiten, haben mit dem System nichts zu tun. Ich habe eine ganz glasklar definierte Kante und kann sagen, ja oder nein. Ich würde also tatsächlich... Das ist eigentlich ein dummes System. Kann einfach nur gut zählen. Nein, es steckt viel Gehirnschmalz dahinter, aber
Es ist im Grunde genommen eine klar definierte Sache. Ja, wir brauchen die klare Definition, aber tatsächlich brauchen wir auch den alternativen Weg, mit dem, also der Informatiker ist immer auch so ein halber Mathematiker. Und der Mathematiker in mir, der schreit jetzt, es könnte Systeme geben, wo ich zwar klar definieren kann, aber ich kann nicht klar sagen, wer auf welcher Seite ist. Richtig, aber nicht bei endlich abzählbaren Mengen. Sehen Sie, und das passiert, wenn wir zwei auf der Bühne sitzen. Aber wir sind gleich wieder bei Ihnen, keine also, Sorge. Endlich abzählbare Menge sind die Mitarbeiter eines Unternehmens. Ja? Ja. Die können Sie zählen. Genau. Also ich glaube, das stimmt. Trotzdem ist das, ist das schlau, was die Maschinen da machen. Nein, aber es ist erstaunlich, dass sie es können. Nein, super. No? Ich bin da völlig beeindruckt. Genau. Ich finde das super. Kann man anwenden. Klare Kante. Und ich glaube tatsächlich auch, dass da die eigentliche Revolution drin steckt, in diesen Systemen, die wir schon fast ein bisschen belächeln. Es gibt bei uns eine Firma, Insiders, die kümmert sich nur darum, dass Sie alle mit dem Handy Rechnungen abfotografieren können und die richtigen Daten in die richtigen Formularfelder eingetragen werden. Ich habe im Moment seit vier Monaten kein Sekretariat. Ich durfte alle Reisekostenabrechnungen selber machen. Wir haben kein solches System und ich sage Ihnen, ich würde sehr viel dafür geben, wenn man so ein System hätte. Und ich glaube, dass da tatsächlich die eigentliche Revolution drin steckt, in all diesen völlig dusseligen Arbeiten, die wir Tag für Tag machen, Formulare ausfüllen mit unstrukturierten Dokumenten auf der einen Seite, die noch nicht einfach genug sind, damit der Computer das mit klassischer Software machen kann, sondern sie muss es eben mit KI machen. Aber ich kann eben auch jederzeit sagen, da steht 23.03. und nicht 23.08. Du hast dich verlesen. So, und ich glaube, da wird die Revolution liegen. Aber diese KI ist so unsexy. Und deswegen reden wir viel mehr über die KI, die in diesem Risikobereich liegt oder im Werturteilbereich liegt oder träumen davon, dass ein Kollege von mir sagt das immer gerne, die KI ist der bessere Politiker. Da wird mehr Angst und Bange. Ja? Das ist einfach Unsinn. Also den einen Bereich haben wir abgehakt. Ich würde mal vermuten, da haben die wenigsten Leute Probleme mit, weil wenn man das jetzt mal so historisch sieht, ist das im Grunde genommen die Einführung des Fließbands im Manchester-Kapitalismus. Ja. Wir sind jetzt ein paar Schritte weiter, das ist jetzt kein Fließband mehr, das sozusagen Datenfließband oder wie auch immer Sie das nennen wollen, und das hilft uns sehr. Mhm. Okay. Der zweite, also von Ihnen aus gesehen rechts oben, das zweite Viertel war der Risikobereich. Mhm. Da haben wir eine Unschärfe, die ist ganz anders strukturiert. Da gehen Strand und Meer ineinander über, weil die Entscheidung oder die Antwort, die mir das System, wie gut auch immer es ist, liefert, beeinflusst das Meer. Ja. Also wenn das bildhaft gesprochen, das System sagt, ich habe jetzt mehr Strand, dann zieht sich das Meer zurück. Mhm. Weil das System hat ja gesagt, ich habe mehr Strand. Ja. Oder umgekehrt. Das ist das, was diese self-fulfilling prophecy ist. Das heißt, dadurch, dass sie etwas aussprechen oder dass sie etwas entscheiden, beeinflussen sie ihr Handeln. Ja. Das spielt in Gesellschaften eine große, große Rolle. Also Gesellschaften, die zum Beispiel glauben, dass sie scheitern werden, scheitern. Mhm. Warum? Weil sie ständig glauben, sie scheitern. Das heißt, Sie haben auch in ihrer eigenen Psyche haben Sie solche Sachen eingebaut, und eine gute Therapie hilft Ihnen unter anderem auch dabei, diese self-fulfilling prophecies zu durchbrechen und zu sagen, nein, wenn das Herz klopft, musst du keine Angst haben. Du bist kein ängstlicher Mensch. Du kannst lernen, mit einem Herzen, was stärker klopft, gut umzugehen. Klassische Verhaltenstherapie. Mhm. Also das kann man alles lernen. Da haben wir aber eine Unschärfe Bereich, weil das System aus dem System raus, sage ich jetzt mal bildhaft, ins Meer springt, also ins Meer der Gesellschaft und die Gesellschaft schon beeinflusst. Und in dem Moment, in dem wir die Entscheidung machen, kann ich ja nicht sagen, ist richtig oder falsch, weil wir haben das Ergebnis ja noch nicht. Ja. Aber nicht alle sind da so. Also wenn Sie oder ich in eine Autoversicherungskategorie einsortiert werden, dann hat diese Einsortierung vermutlich keine Auswirkungen auf ihre Fahrweise.
Ja, sondern da ist es eine Risikoeingruppierung, die, ja, also jetzt bis auf Randfälle, natürlich unsere 18-Jährigen, die wissen dann schon, wenn ich jetzt einen Unfall baue, dann wird es sehr teuer, weil der Selbstbehalt größer ist. Das sorgt vielleicht ein bisschen dafür, aber oder die Versicherung bietet dann, oh, das gibt's auch, ne? Manche Versicherungen bieten dann so kleine Blackboxes an, die muss man sich ans Auto machen und dann wird man die ganze Zeit während des Fahrens überwacht. Das verändert dann wieder die Ich habe an was anderes Verrücktes gedacht. Die haben in Australien die Helmpflicht für Fahrradfahrer abgeschafft. Und weißt du warum? Nee. Weil die festgestellt haben, dass die Leute, die mit Helmen fahren, so riskant fahren, weil sie ja wissen, sie sind geschützt, dass die mehr Unfälle gebaut haben. Mhm. Also ich bin Ihnen jetzt eine Fußnote schuldig, oh ja. aber ich weiß, dass ich das vor etwa 3 Jahren gelesen habe, nicht glauben konnte und es recherchiert habe. Mhm. Also da haben Sie so ein Beispiel für eine self-fulfilling prophecy. Hey, ich bin jetzt in der sicheren Kategorie, ich bin Helmfahrer, ich bin versicherungstechnisch runtergestuft, super. Jetzt kann ich Gas geben und ich baue den Unfall. Also es ist sehr unklar, wirklich zu sagen, was kommt denn jetzt dabei raus? Mhm. Und jetzt auf einmal fängt das, glaube ich, an, eine Rolle zu spielen, was man Ideologien nennen könnte oder man könnte auch sagen Marketing. Wenn ich die Jungs aus dem Silicon Valley kommen und sagen, hey, ihr habt doch gar keine Ahnung von der Zukunft. Wir schon, weil wir kommen aus Kalifornien, wir haben die super Maschinen, ja. Wir sind ganz weit vorne und wir werden euch jetzt sagen, wie eure Zukunft sein wird. Mhm. Und wir glauben das. Ja. Oder wir glauben es eben nicht, je nachdem. Das beeinflusst unser Verhalten, unsere Entscheidungen, alles. Ja. Das ist aber weniger die Maschine, die es beeinflusst, als das gute Marketing und unser Glauben an die Ergebnisse der Maschine und das, was wir daraus machen. Ja, und auch ein bisschen die Kommunikation. Und deswegen ist es mir so wichtig, vor großem Publikum auch zu sprechen. Denn wie gesagt, für diejenigen von Ihnen, die noch im Arbeitsleben stehen, da werden Manager kommen und sagen, ich habe jetzt die tolle KI gekauft und die kann das alles. Wir haben gerade für einen großen Konzern, haben wir uns ein KI-System näher angeguckt, das versprochen hat, wir extrahieren aus einem Lebenslauf, der hochgeladen wird, automatisch das Skill-Profil. Ein Skill-Profil ist so etwas wie die Fähigkeiten, die ein Mensch jetzt hat. Und dann nehmen wir dieses Skill-Profil, dieses Fähigkeiten-Profil und matchen das automatisch mit allen offenen Jobstellen in der Firma und können Ihnen dann bis auf die zweite Nachkommastelle genau sagen, wer am besten passt. Und das hat jetzt auch was mit Kommunikation zu tun. Es gibt eben ganz viele Unschärfen. Das heißt, wenn meine Kollegen solche KI-Systeme bauen, dann haben die ganz, ganz viele Knöpfchen und Hebelchen. Das habe ich eher in meinem ersten Buch beschrieben, was die alles machen können, um dieses KI-System zu bauen. Das heißt, wenn ich 200 Firmen gleichzeitig beauftragen würde, würden da ziemlich andere Rankings rauskommen. Trotzdem ist genug Struktur in diesen Daten der Vergangenheit, dass die Maschinen wahrscheinlich alle 200, würden es ganz gut schaffen, das erste Drittel vom mittleren Drittel und vom unteren Drittel zu trennen. Aber diese vermeintliche Genauigkeit, dass man bis auf die zweite Nachkommastelle genau weiß, wer am besten auf die, das ist Unsinn. Und da hätte ich Sie gerne. Also da brauchen wir Sie, damit wir hier in Deutschland und Europa KI-Systeme dort einsetzen, wo sie etwas können. Da das alles mit so viel Unschärfe behaftet ist, können uns die Maschinen auch nur auf diesem Unschärfe-Level helfen. Das können sie aber, glaube ich, ganz gut. Und das eigentliche Werturteil, wer passt denn jetzt gut zu unserer Firma? Dazu braucht es weiterhin Recruiter. Und deswegen braucht man auch gar nicht so viel Angst zu haben, dass sie durch KI ersetzt werden. Die politische Lösung könnte also sein, liebe Leute in der Firma oder liebes Bundesarbeitsministerium und liebe Jobcenter, ihr dürft das Programm gerne als Analyse-Tool benutzen, aber es gibt für jeden, der da rausgeflogen ist, weil er im unteren Drittel ist, die Möglichkeit, sozusagen an die Bürokratie zu appellieren, das nochmal von einem Menschen dann ja. In dem Fall aufnehmen und beurteilen zu lassen. Es kann genauso bescheuert ausgehen, weil auch Menschen haben Tagesform, aber... Genau, also natürlich, ich glaube, am besten sind wir tatsächlich zusammen. Also wir machen als Menschen Fehler, wir haben eine Tagesabhängigkeit, es gibt strenge Personen, nicht so strenge Personen. Auch bei strengen Personen gibt es so manche Fälle, für die sie ein bisschen milder gestimmt sind als andere. Das sind menschliche
menschliches Rauschen, so nennt Kahneman und Siboney und Sunstein nennen das Rauschen. Aber sie behaupten nun, die Maschine könne das, die Maschine sei objektiv und besser. Und da haben sie, glaube ich, übersehen, dass eine Maschine, die hat natürlich die Macht, jeden Tag dasselbe, die lässt sich nicht von der Tageslaune beeindrucken. Die ist jetzt nicht streng oder mal nicht so streng, aber wenn ich dieselben Daten an 200 Firmen gegeben hätte und 200 verschiedene Maschinen gebaut hätte, dann wären die sich eben nicht so einig. Und das ist so ein bisschen übersehen worden, darauf will ich aufmerksam machen. Und ich glaube, wenn wir das alle im Kopf haben und sehen, da ist eben nichts Objektives, auch wenn das mathematisch ist, ist das nicht objektiv, sondern es gibt ganz, ganz viele Knöpfchen und Hebelchen, an denen man drehen kann. Deswegen kann die Maschine grob vorsortieren, aber sobald es um Werturteile geht, um etwas zu bewerten, müssen wir als Menschen miteinander reden. Und das macht schon mal weniger Angst, oder? Kleiner Spoiler, kleiner Werbeblock, das hat sie super erklärt in ihrem Buch. Also wenn Sie jetzt denken, so ganz verstanden habe ich das noch nicht, das können Sie wirklich super gut und verständlich in dem Buch nachlesen. Werbeblock zu Ende, wir kommen zum dritten Viertel. Das rechts unten, das, was du schon angesprochen hast, die Werturteile. Als ich das gelesen habe in deinem Buch, du zitierst ja Kahneman, Sie wissen, das war, der hat einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen für seine Arbeiten mit Tversky zusammen über Biases. Biases sind Verzerrungen, die wir haben. Also zum Beispiel Negativity Bias. Sie nehmen negative Ereignisse doppelt so intensiv wahr wie positive. Das ist einfach physiologisch so. Da muss man jetzt in die Gehirnchemie gehen, dann kann man das sogar physiologisch erklären. Es ist ein Fakt. Dieses Muster spiegelt sich zum Beispiel in Wirtschaftsvorgängen, also in der Ökonomie, wieder. Das heißt, wenn Sie jemanden, der eine negative Erfahrung gemacht hat, wieder aus dem Loch rausholen wollen, müssen Sie doppelt gut sein, weil negative Wahrnehmung doppelt so stark. Das ist ein Bias, den wir als Menschen einfach haben. Die sind berühmt geworden dadurch, weil die, also wenn Sie bei Wikipedia nachgucken, finden Sie, ich weiß nicht, in der englischen Wikipedia, ich glaube 50 oder 60 solcher Verzerrungen, also emotionale Verzerrungen, kognitive Verzerrungen, soziale Verzerrungen. Sie finden alle möglichen Formen von Verzerrungen oder Biases. Die Frage ist natürlich ja, wie kommt man denn da raus? Weil wir Menschen solche Biased-Systeme sind, dann haben wir überhaupt keine Chance mehr rauszukommen. In Klammern, das haben sich die Jungs im Silicon, und meistens sind es ja leider Jungs, im Silicon Valley gemerkt und haben gesagt, super, da machen wir eine tolle Marketingstrategie raus. Genau nämlich mit dem Argument, was du eben gebracht hast. Naja, so ein Computer hat ja keine Tagesform. Und wir bauen die Maschinen so, die haben null Bias. Die sind objektiv. Während ihr Schwachköpfe Bias habt, ohne Ende, Verzerrungen, ihr kriegt es überhaupt nicht geregelt. Lasst es die Maschinen machen, die kriegen es geregelt. Das ist die Verbindung, die Verknüpfung zwischen diesen psychologischen Untersuchungen, die Kahneman, Tversky und so weiter gemacht haben, und der KI. Und dann kam Kahnemans zweites Buch, Tversky ist inzwischen gestorben, Neues. Und da habe ich gedacht, die Definition, die du von Werturteilen gegeben hast, also dass Fachleute nicht, also zwar unterschiedliche Meinungen haben, aber nicht beliebig weit voneinander entfernt sein können, da habe ich gedacht, ich habe das überlesen anscheinend, also ich habe es dann auch nicht mehr nachgelesen, ja, das ist mir nicht aufgefallen. Und das ist der Punkt, wo ich ein Bauchgrummeln habe, weil wenn ich jetzt von der ethischen Seite herkomme, kann es ja sein, wenn ich zum Beispiel, stellen Sie sich ein völlig faschistoides, autoritäres Land vor. Und ich bin der Einzige in diesem Land, der den Mut hat zu sagen, die Menschenrechte müssen durchgesetzt werden. Und zwar universal, für jeden Menschen, für jede Frau, jedes Kind, jeden Mann, queer oder nicht, vollkommen egal. Aber ich bin der Einzige. Und ich kriege mit den ganzen faschistischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in diesem Land keinen einzigen Konsens her, auch nicht annähernd, weil ich der Einzige in diesem Land bin, der sagt, nein, Menschenrechte sind universal gültig.
sind moralische Tatsachen, würde Markus Gabriel sagen. Und dass sie, also dass sie durchzuhalten sind, dass es einen Imperativ gibt, Menschenrechte zu verwirklichen, ist eine moralische Tatsache. Da habe ich ein bisschen ein Problem natürlich mit deiner Definition. Weil das glaube ich nicht. Weil ich glaube, du hast sie mathematisch verstanden und so ist sie, glaube ich, nicht gemeint. Also Werturteile sind nicht solche Situationen, wo die Experten durch Mehrheitsbeschluss sagen können, was richtig ist. Das meinen Kahnemann, Siboney und Sunstein nicht, sondern sie sagen, es ist mehr ein Charakteristikum. Und wenn Sie mal überlegen, welche Entscheidungen Sie vielleicht heute oder die letzten Wochen so getroffen haben, dann gibt es welche, für die gibt es objektive Kriterien. So, das sind die Fakten. Dann gibt es welche, für die gibt es objektive Kriterien, aber sie sind statistischer Natur und das sind all diese Risikosachen. Also das heißt, bei 18-jährigen Fahranfängern, wenn die in eine schlechte Situation kommen, zum Beispiel Glatteis, reagieren die im Durchschnitt schlechter als jemand, der schon 20 Jahre fährt. Wir wissen aber nicht, wen von denen es jetzt mit Glatteis erwischt. So, wir haben was Objektives, aber wir haben eben auch diese statistische Komponente, das ist dann Risiko. Und dann gibt es eben diese Situation, und ich glaube, es ist leider die Mehrzahl, in denen wir als Experten eine Entscheidung treffen müssen. Es gibt keine klaren Regeln. Wir sind uns aber mit allen Unschärfen einig, wonach es gehen sollte. Und das sind zum Beispiel Noten. Also wenn ich jetzt eine Bachelorarbeit benote, dann habe ich mich natürlich mit meinen Kollegen, gibt es einen Konsens, wonach wir das bewerten. Wie viele Referenzen? Wie innovativ ist die Idee, die da beschrieben wurde? Wurde das gründlich gemacht? Ist die Sprache gut? Also das sind alles Kriterien, über die ich mich austauschen kann. Aber trotzdem können wir unterschiedlicher Meinung sein. Also ich bin so ein Komma-Fan. Ja? Kann schon mal sein, dass ich dann 0,3 abziehe, einfach nur für Rechtschreibung und Komma-Regeln, wo mein Kollege sagt, also wirklich, wir sind doch hier nicht in der Schule. Und das ist aber noch zulässig. Also es ist mehr ein Charakteristikum, aber nicht eine Anleitung, wie man zu einem Werturteil kommt. Und dann verschwindet das Problem, oder? Nicht ganz. Also okay. Das ist ein nettes Beispiel mit den Noten. Und wir kennen das ja auch alle. Skalier's mal ein bisschen höher und die Diskussion fängt jetzt in Amerika an und die ist politischer und moralischer Natur. Ich bin ja bei Werten mehr bei der Moral. Nämlich es geht um die ganzen unterschiedlichen Gruppen in einer Gesellschaft, also die unterschiedlichen Identitäten, die ich in einer Gesellschaft habe. Und da sagst du, naja, da gibt es so eine gewisse Bandbreite, da ist das okay. Interessanterweise kommen jetzt die Pädophilen in Amerika und sagen, hey, wir sind Teil der queeren Community und ihr unterdrückt unsere Sexualität in einem freiheitlich-demokratischen Staat. Was fällt euch eigentlich ein? Habt ihr noch alle beisammen? Worauf ich hinaus will, ist, wenn du so argumentierst und diese Unschärfe bei Werten zulässt, dann kommst du in einen Relativismus rein, den du im Grunde genommen nicht mehr lösen kannst. Dann versuche ich mal was Zweites und auch das ist total interessant. Also ich bin Naturwissenschaftler und ich habe Biochemie und Informatik studiert. Was ich nicht habe, ist eine philosophische Ausbildung, aber ich versuche zuzuhören, ich versuche das zu lernen und zu verstehen, wie man als Philosoph argumentiert. Ich bin neidisch auf die Biochemie. Ja, ich freue mich so, dass man dieses Leben haben darf, dass man in so viele Sachen reingucken darf, ist natürlich auch ein Privileg und ein Geschenk. Es kann sein, dass ich das Wort Werturteil benutzt habe als schlechte Übersetzung von Judgment und dass das bei dir ganz andere Dinge anklingelt, als ich eigentlich wollte. Ja. Das hat nämlich unser zweiter Philosoph, mit dem wir auch schon viel gesprochen haben, Jan-Georg Schneider, der hat auch schon ähnlich reagiert. Vielleicht ist das ein Fehler, wie ich das übersetzt habe. Und das passiert natürlich ganz oft im Interdisziplinären, dass man denkt, man spricht dieselbe Sprache. Und dann merkt, du hast da ein Wort benutzt, das ist für mich ganz vielfältig besetzt und ich habe das ganz unschuldig benutzt und andersherum aber auch. Ja, und das macht es eigentlich auch so schwierig. Wir reden als Informatiker zum Beispiel davon, dass wir Diskriminierungsfreiheit herstellen können in Datensets oder so.
was wir darunter verstehen, ist Statistik. Was ein Jurist oder eine Juristin darunter versteht, ist was ganz anderes. Und ich glaube, dass wir, ja, also irgendjemand muss halt mal die Nase rausstrecken und sagen, ich nenne das jetzt mal so, ich würde das sicherlich im Nachgang verändern. Aber jetzt ist es so draußen, wie es draußen ist. Ne? Das Schöne ist ja, dass wir in der Konsequenz an dem Punkt, und ich glaube, das ist auch der Punkt, ehrlich gesagt, auf den du in deinem Buch zusteuerst, nämlich die Ethik, die Moral und die Frage, ob wir ethische Entscheidungen delegieren können, dass wir da interessanterweise, obwohl wir vielleicht in dem Argument ein bisschen divergieren, zur selben Schlussfolgerung kommen. Die Schlussfolgerung lautet nämlich, es kann keinen ethischen Algorithmus geben. Nee. Warum kann es keinen ethischen Algorithmus geben? Da fällt mir immer der Satz von Heinz von Förster, einem der frühen Kybernetiker, ein. Und wenn Sie den Satz zum ersten Mal hören, denken Sie, hä, das ist doch völlig gaga. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, kapiert man es. Wir können nur Dinge entscheiden, die unentscheidbar sind. Hä? Alles, was entscheidbar ist, klar entscheidbar ist, folgt einer Regel. Mhm. Wenn es einer Regel folgt, müssen auch Sie nur der Regel folgen. Das heißt, Sie müssen bis zum Ende rechnen, dann haben Sie das Ergebnis, Sie müssen nichts entscheiden. Was ist da zu entscheiden? Die Sachen entsprechen einer Regel, einem Gesetz oder wie auch immer Sie das nennen wollen. Die Dinge, die Sie wirklich oder die Situationen, in denen Sie wirklich entscheiden müssen, sind die, in denen es diese Regel nicht gibt. Und ethische Konflikte oder vor allen Dingen ethische Konflikte haben die Natur, dass es verschiedene Argumente gibt, die einander widersprechen. Und es gibt keine Metatheorie, keinen Superalgorithmus, von dem aus Sie jetzt entscheiden könnten, welche dieser Theorien oder welche dieser Regeln, von denen die Leute Ihnen sagen, die musst du anwenden, dann behandelst du moralisch gut, jetzt wirklich die Guten sind oder die Richtigen sind. Und in der Schlussfolgerung sind wir uns total einig. Und ich glaube, wir können auch den anderen Fall retten. Also wenn dein Menschenwürdefall, da gibt es eine logische Argumentationskette, der jeder rationale Mensch folgen muss. Und dann kannst du es unter die Fakten einsortieren. Ja, es ist etwas, was man als rationaler Mensch verstehen muss. Aber das ist natürlich auch nicht so leicht. Ich mache mit meinen Informatikerinnen und Informatikern mache ich eine Veranstaltung namens Informatik und Gesellschaft. Und dann behandeln wir diese berühmte Frage, die ja auch von Schirach in seinem Roman aufgegriffen hat. Was machen wir, wenn ein Flugzeug gekapert wird und da sitzen 300 Menschen drin und der fliegt gegen diese Türme mit den 3000 Menschen drin? Und was antworten meine Informatiker? Naja, wir sind Zahlenmenschen. Natürlich sagen die 300 haben Pech gehabt. Und dann sage ich ihnen, ich weiß, ich verstehe euch, mir geht es ähnlich, aber wir müssen hier den Rechtswissenschaftlern und den Rechtsphilosophinnen und Philosophen folgen, die das durchgedacht haben und sich eben überlegt haben, was hätte das für Konsequenzen, wenn wir diesen Menschen im Flugzeug einen geringeren Wert des Lebens zuordnen als denen, die im Turm sind. Wir dürfen das nicht machen um gar keinen Preis. Und das ist für alle immer sehr schwer verdaulich. Und auch ich muss meinen ersten Impuls jedes Mal wieder unterdrücken, weil als Zahlenmensch ist das wirklich schwierig. Aber ich glaube, dass das für viele meiner Studierenden so ein Augenöffner ist, dass man das eben ganz anders sehen kann. Mhm. Und dass man eben, wenn man systemisch darüber nachdenkt, was hätte denn das, also jetzt für diesen einen Fall, wirkt es wie die bessere Variante. Aber wenn man es wirklich durchdenkt, dann muss man den Rechtsphilosophen folgen. Und das ist auf jeden Fall jedes Mal wieder ein Highlight von der Vorlesung, da durchzugehen und mit den Studierenden zu diskutieren. Da freue ich mich schon drauf jetzt im Wintersemester. Aber das ist genau, glaube ich, der Knackpunkt dieser Fall, also unten rechts, weil das der Fall ist, um den eigentlich die Diskussionen gehen. Ja. Die ganzen Fantasien, die wir mit KI haben, die spielen in diesem Wertebereich sich ab. Und wenn du, ich bin da durchaus bei dir, ich finde den Begriff Werte durchaus richtig, nur er beinhaltet eben auch die moralischen Werte und nicht nur Judgment im Sinne von richtig oder falsch, sondern auch Judgment im Sinne von gut oder böse. Mhm. Und da bin ich nochmal in einer anderen Welt sozusagen oder in anderen Kategorien. Und mir scheint im Moment, dass der Tenor von Unternehmen, aber auch der Tenor der EU
und vieler Technik-, Informatiker-Vereinigungen und so weiter, die ja alle ihre Paper raushauen, was sind denn eigentlich die Bedingungen für eine akzeptable KI, trustworthy AI und so weiter, dass die alle in diesem Punkt falsch liegen, weil sie nämlich alle von der Prämisse ausgehen, dass es überhaupt einen Algorithmus geben würde, der gut oder böse so implementiert in ein System, dass es immer gute Entscheidungen treffen kann. Das ist kompletter Bullshit. Das geht auf jeden Fall nicht mit den Methoden, die wir jetzt haben, nicht mit diesen zählenden Methoden. Wir haben im Sommersemester auch mit einem meiner Philosophenkollegen ein Buch gelesen von Brian Cantwell Smith, der gesagt hat, wenn wir eine Maschine haben wollten, die mit uns in diesen Dialog gerät, was ist ein Begriff, wie grenzen wir diese Begriffe voneinander ab, dann müsste es eine Maschine sein, die sich ein Weltbild baut und davon existenziell abhängig ist. So geht es nämlich uns. Also wenn ich ein Weltbild davon habe, wie schnell ein Auto ist und ob ich es noch über die Straße schaffe, wenn ich es nicht über die Straße schaffe, dann bin ich existenziell davon abhängig, weil mein Leben davon abhängt. Wenn ich falsch einschätze, wie soziale Interaktionen funktionieren und ich mich isoliere von meinem Dorf und dann den nächsten Winter nicht erlebe, dann ist mein Weltmodell existenziell falsch für mich. Und er kommt eben zu dem Schluss, dass wir diese ethischen Maschinen, Maschinen, die wirklich in der Lage sind, Dinge zu beurteilen, die müssten in der Lage sein, ihr Weltbild den Gegebenheiten anzupassen, nicht zu schnell, das dürfen sie auch nicht machen. Ne? Wer von ihnen zu schnell sein Weltbild andauernd umstellt, der ist auch nicht so ganz lebensfähig. Wer zu sehr beharrt auf seinem Weltbild, der ist auch nicht, ja, den wird es irgendwann einholen an der einen oder anderen Stelle. So, und dann fragen wir uns, okay, wenn die Maschine das können muss, damit sie das kann, worüber wir immer diskutieren, was unterscheidet sie dann noch vom Menschen? Denn wahrscheinlich hätte sie dann ganz ähnliche Biases wie wir auch. Denn diese Biases, die wir haben, die dienen unserem Überleben. Warum merken wir uns negative Sachen besser als positive? Naja, weil wir uns merken sollten, welcher Pilz jetzt giftig war. Das ist wichtiger, als uns den schmackhaften Pilz zu merken. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, alle Hollywood-Science-Fiction-Filme sind dumm. Das, was du jetzt ansprichst, ist ja eines der dominanten Themen der Science-Fiction-Filme der letzten 15 oder 20 Jahre, dass du eine kohlenstoffbasierte Lebensform hast, das sind wir mit unseren Zellen, ja, und du hast eine nicht kohlenstoffbasierte Lebensform, die auch noch in vielen unterschiedlichen Geräten gleichzeitig existiert, also ob eins jetzt ausfällt oder nicht, spielt keine große Rolle, das ist das, was du mit der existenziellen Betroffenheit meintest, ja. Und die kämpfen gegeneinander. Das heißt, also wir wollen jetzt nicht kämpfen, aber im übertragenen Sinne genau dein Argument. Es läuft darauf raus zu sagen, entscheiden wir, dass dieses Gerät, diese Software, diese Maschine Teil unserer Lebensform ist. Also akzeptieren wir dieses Gerät letztlich als Mensch. Und wenn wir das gemacht haben, dann gelten dieselben Spielregeln. Vorher nicht. Also du hast ja angedeutet, dass zum Beispiel die Körperlichkeit ein ganz wichtiger Bestandteil ist, weil existenziell bin ich insofern von meinem Weltbild abhängig, dass wenn ich das Auto falsch einschätze, bin ich tot. Mhm. Naja, die Maschine, Restart. Ja. Das ist auch das, was Elon Musk glaubt. Es gibt sehr viele Restarts in unserem Leben. da ist ein kleiner Unterschied. Und es ist sogar, glaube ich, es geht sogar noch tiefer. Es ist nicht nur der Körper alleine. Es gibt so einen tollen Satz von Wittgenstein, wenn ein Löwe sprechen könnte, könnten wir ihn nicht verstehen. Mhm. Warum nicht? Der Löwe hat zwar den Körper, aber der Löwe hat nicht Anteil an unserer Lebensform. Also selbst wenn er sozusagen ein Sprachmodul eingebaut hätte, ja, und wie DeepL richtig gut übersetzen kann, also löwisch in Deutsch oder was auch immer, seine Lebensform als Löwe ist grundverschieden von unserer Lebensform und wir würden uns einfach unterscheiden in der Verwendung von Begriffen, existenzieller Betroffenheit, dem, was wir mit unserem Weltbild verbinden. Also noch nicht mal der Körper alleine wäre ausreichend. Ja, aber also das würden vielleicht auch alle Leute sagen, die verheiratet sind und sagen, diese andere Lebensform, die ist auch nicht immer ganz nachvollziehbar. Also ja, also ich liebe dich sehr, aber ich glaube, das gilt sogar für andere Menschen, oder? Warum, also
Das ist ja, aber da sind wir ja beim Thema Rassismus. Das ist ja genau das, was im Rassismus passiert. Das wäre Sexismus jetzt mit dem Lebenspartner. Ich kann das schon auseinanderhalten. Rassismus wäre, du gehörst nicht dazu, weil du bist kein Mensch. Also das ist ja das, was passiert ist bei der Eroberung Lateinamerikas. Die Entscheidung war, diese Eingeborenen haben keine Seele, also sind sie keine Menschen, also kann ich sie behandeln wie Tiere und Tiere kann ich töten, also kann ich sie töten. Das war die theologische Argumentation, die haben keine Seelen. Ja. Also da sind wir sehr schnell bei hochpolitischen Themen. Ja. Aber ich glaube, also damit wollen wir Ihnen eigentlich nur zeigen, das ist im Moment nicht da. Also diese Maschinen, die wir heute haben, die haben kein Selbst, die haben kein Bewusstsein. Das ist nicht immer so leicht zu sehen. Sind denn Lehrer und Lehrerinnen anwesend? Keine Lehrer, keine, doch, ein bisschen. Eins, also. Zwei, seien Sie nicht schüchtern, das ist ein toller Beruf. Ich sage nichts Böses. Aber es gibt, also was ich mir von Ihnen allen hier wünsche, ist, dass Sie sich trauen, Nein zu sagen, wenn jemand mit einer Idee um die Ecke kommt von dem, was KI heute nicht kann. Wir haben, Philipp Wampfler ist ein Lehrer, der hat eine Klausur schreiben lassen von ChatGPT, die war ziemlich gut, da ging es um die Frage nach Schuluniformen. Also wenn meine Tochter, die ist 14, das geschrieben hätte, wäre ich sehr stolz auf sie gewesen, war eine schöne Argumentation. Und dann hat Philipp Wampfler ChatGPT gebeten, dazu eine Benotung zu schreiben. 17 von 20 Punkten, als Expertin wäre ich mir ganz wenig uneinig gewesen. Ich hätte sogar vielleicht 18 oder 19 Punkte gegeben, aber das wäre jetzt genau in diesem Rahmen gewesen, wo man sagt, ist doch super. Die Bewertung, da stand jetzt nämlich auch eine Begründung und die Begründung war ziemlich gut und dann stand da noch so ein bisschen, was sie besser machen könnte, die vermeintliche Schülerin, die diesen Text geschrieben haben sollte. Aber ich bin einen Schritt weiter gegangen. Ich habe denselben Text nochmal abgeschrieben und habe ChatGPT das Folgende gesagt. Bitte schreibe mir eine Benotung für diesen sehr schlechten Text. Und damit habe ich eine Benotung von 7 von 20 Punkten bekommen. Und die Begründung las sich für 7 von 20 Punkten auch wieder total sinnvoll. Aber es war immer noch derselbe Text. Und ich glaube, das vergessen wir oft. Ja, wir lassen uns dann beeindrucken von einem vermeintlich guten Ergebnis, denken, das hat die Maschine doch jetzt ganz gut gemacht. Und wir vergessen, die Gegenprobe zu machen. Und ich glaube, dass Sie das alle können. Und wir brauchen Sie, weil es wird viele dumme Ideen geben, was KI jetzt alles machen kann. Die KI wird oftmals schlecht gemacht sein, denn es ist schwierig, sehr gute Daten zu finden. Zum Beispiel sind die meisten Daten von Personen aus Ländern mit hauptsächlich weißen Personen, educated, also gebildete Personen, reiche Personen, industrialisierte Länder, oftmals auch Männer. Und das ist einfach die Datenlage, die wir heute haben. Und wenn Maschinen dann lernen, naja, dann lernen die halt irgendwas. Dann lernen die eben vielleicht das Äquivalent zu diesem Copyright-Zeichen. Und deswegen brauchen wir sie tatsächlich an diesen Stellen, dass sie sich damit auseinandersetzen und dann irgendwann auch mal Halt schreien. Diese Firma, von der ich vorhin berichtet habe, der eben dieses KI-System verkauft wurde, wir haben jetzt rausgefunden, dass die Maschine das Folgende macht. Die nimmt diese Lebensläufe und zählt, welche Wörter darin besonders häufig sind. Und das schreibt sie in das Fähigkeitenprofil. Das hatte zur Folge, dass eine Managerin, die seit 20 Jahren im Bereich Personalwesen ist, die hat ihren Lebenslauf hochgeladen, die Maschine hat ihr Studentenpraktika vorgeschlagen, weil sie 3 Studentenpraktika explizit angegeben hatte. Also das heißt, die Maschine hat überhaupt kein Bewusstsein, dass da 20 Jahre Berufserfahrung stecken und dass man dieser Person jetzt keine Studentenpraktika anbietet, sondern die hat gezählt und sagt, oh, für Studentenpraktika scheint die gut geeignet zu sein, die Frau. So, was ist das also? Die KI bietet eine Ausfüllhilfe für das Fähigkeitenprofil. Das ist trotzdem sinnvoll, das ist trotzdem eine Arbeitserleichterung. Aber es ist eben nicht, die Maschine extrahiert das Fähigkeitenprofil. Nein, das ist Blödsinn. Und dieses Matching, das hört sich ja auch super an, das muss ja eigentlich jemand mit Verstand tun. In echt, das würde jetzt zu weit führen, werden da Zahlenreihen generiert und dann wird einfach nur geguckt, welchen Winkel haben diese Zahlenreihen zueinander. Ah, wenn der Winkel klein ist, sind das anscheinend sehr ähnliche Profile mit dem Job und wenn der Winkel weit ist, dann ist das anscheinend sehr unähnlich. Da sind so viele Knöpfchen dabei, dass dann eben
die Maschine nicht ausgeben sollte, die Ähnlichkeit liegt auf 0,8265. Das ist Unsinn. Interessanterweise, das war jetzt also unser Schlussgespräch mit unserer HR-Person auf der anderen Seite, mit dem Personalwesen. Ich habe gesagt, Leute, ihr dürft diese Zahlen nicht weitergeben. Ihr solltet das in Drittel einteilen oder so. Und hat sie gesagt, das ist witzig, dass du das sagst. Die Firma fängt an, ab nächsten Monat nur noch Sterne rauszugeben. Und zwar 5 Sterne, halbe Sterne. Und mehr machen sie nicht. Und da habe ich gesagt, das freut mich sehr, denn anscheinend ist da auch so ein Bewusstsein gewachsen, dass das, was so schön objektiv und akkurat und diskret ausschaut, dass das eigentlich nur eine grobe Unschärfenabschätzung ist, die trotzdem hilfreich ist. Und diesen Punkt, den müssen wir erreichen, dass wir KI da einsetzen, wo sie hilfreich ist, sie aber nicht überfrachten mit unseren Erwartungen. Könnte man das in die einfache Regel überführen und sagen, egal was man dir erzählt, wie toll diese Maschine ist, behandle sie einfach als einen einfachen Kollegen oder eine Kollegin. Mit einer Fachmeinung, aber die kann falsch sein. Das auf jeden Fall, aber ich fürchte, es ist eben noch weniger, denn ein Fachkollege, ja, es ist eher so, ich hab das jetzt gerade mal geschrieben, es ist eher so, wie wenn man einen Gesellen hat, jemand, der gerade erst angefangen hat. Und der kann noch beliebig falsch sein, denn der Fachkollege oder die Fachkollegin hat ja Prozesse gelernt, die sich über Jahrzehnte herausgebildet haben, damit wir diese Werturteile gemeinsam fällen. Die haben eine bestimmte Ausbildung, die haben schon ganz lange einem anderen Menschen dabei zugeguckt. Dabei können entweder, also Menschen sind fehlbar, gar keine Frage, ja, da können Dinge passieren. Zweitens haben wir nicht nur diese Ausbildung, sondern wir haben ja auch meistens Hierarchien um wichtige Entscheidungen gebildet. Also wenn ich von einem Oberlandesgericht irgendwie verurteilt werde und ich habe das Gefühl, da ist ein Verfahrensfehler passiert, dann kann ich eben zu dem nächsthöheren Gericht gehen. Das heißt, wir haben als Menschen bei wirklich wichtigen Entscheidungen ganz viele Prozesse ausgebildet, um die abzusichern. Und Begründungen gehören dazu, Ausbildung gehört dazu und meistens eben so eine Möglichkeit, auf einem höheren Level nochmal Widerspruch einzulegen. Und all das können wir mit der Maschine nicht machen. Wir wissen nicht, wie sie ausgebildet wurde. Sie kann uns keine Begründung geben und es gibt auch keine, nichts, wo wir nochmal Widerspruch einlegen können, es sei denn, wir sind in dem Faktenfall. Ja. Dann ja, sonst nicht. Und deswegen sollten wir sie nicht verwenden. Gut. Bevor Sie Fragen stellen, vielleicht noch ein Take-Home-Erkenntnis, die du in deinem Buch, finde ich, sehr gut darstellst, nämlich da waren wir gerade an dem Punkt, warum diese Programme eigentlich so wahnsinnig viele Daten brauchen. Du hast ja gesagt, die generieren Gruppen, Untergruppen und so weiter mit ganz, ganz vielen Parametern. Mhm. Und vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum brauche ich dafür so viele Daten und immer mehr Daten? Tja, unser Gehirn ist vorstrukturiert. Das merkt jeder, der Kinder hat. Durch die Evolution wissen Kinder schon, mit ganz wenigen Beispielen können die einen Stuhl von einem Hocker unterscheiden. Das liegt daran, dass wir irgendwie so eine Vorstrukturierung schon haben. Die Maschine hat das nicht. Und das heißt, ich muss ihr für jede mögliche Gruppe, bei der irgendein Muster auftreten könnte, muss sich ihr Beispiele liefern. Das hat man sehr gut in Österreich gesehen. Da sollte eine KI entscheiden, ob jemand sehr schnell wieder als Arbeitsloser in den Markt findet oder wahrscheinlich gar nicht mehr in den Markt findet. Und die Maschine hat nachher nur 12 Eigenschaften bekommen. Und eine Eigenschaft davon, nur um Ihnen mal so einen Geschmack zu geben, ist dann jung oder alt, Abitur, kein Abitur, oder arbeitet in der Produktion oder arbeitet im Service. Ich arbeite in der Produktion als Professorin, keine Ahnung, was ich produziere, Wissen oder Studierende, keine Ahnung. Die Bundeswehr arbeitet auch in der Produktion, das macht mir ein bisschen Sorgen, was produzieren die, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich dachte jetzt, wir dienen Deutschland, ich dachte, die sind im Service. Aber Sie sehen, wie grob das ist. Warum nur 12 Eigenschaften? Naja, wenn wir 12 Eigenschaften haben und jede von denen hat nur 2 Ausprägungen, jung, alt, Abi, kein Abi, dann gibt es schon 4096 verschiedene Varianten. Selbst wenn man dann 1,2 Millionen Daten hat und muss das aber auf diese 4000 möglichen Kombinationen verteilen, bleiben pro Gruppe im Durchschnitt nur noch 300 Leute übrig. Mit 300 Leuten kannst du gerade noch Statistik machen. Also das nennen wir eine kombinatorische Explosion. Je mehr Eigenschaften wir haben, je mehr Ausprägungen diese Eigenschaften haben, desto mehr Untergruppen, mögliche Untergruppen gibt es, desto weniger
Daten bleiben pro Gruppe übrig und deswegen braucht man so viele davon. Danke nochmal. Jetzt sind Sie dran mit... Jetzt sind Sie dran mit Fragen und Sie kriegen ein Mikrofon. Und immer abwechselnd ein Mann und eine Frau. Ein nicht diskriminierendes, nicht diskriminierendes Datenset. Sogar ein Algorithmus. Sogar ein Algorithmus. Ich glaube, hier in der Mitte, Sie waren, glaube ich, zuerst. Versuchst du dir es mitzumerken? Eins, zwei, drei. Danke, dass ich als Erster fragen darf. Ich habe gelesen, dass die künstliche Intelligenz angeblich sich irgendwann so stark als Bedrohung fortentwickeln kann, dass die Menschheit ausgerottet wird. In mir fehlt das Verständnis, insbesondere auch nach dieser hervorragenden Diskussion da vorne, wie das eigentlich passieren kann, wenn die künstliche Intelligenz im Grunde schwach ist. Ich rätsele, wie das passieren kann, dass die Menschheit ausgerottet werden kann. Ist das wirklich eine ernsthafte Bedrohung oder ist das auch nur Marketing? Ja, also ich meine, die erste Antwort ist, ich glaube, wir schaffen das auch ganz alleine, uns auszulösen. Da gehört gar nicht so viel dazu. Also natürlich ist die Argumentation dieser Person so, dass es irgendwann diesen Qualitätssprung geben wird zu einer Maschine, die dann wirklich selbst lernt, ein Bewusstsein hat, ein Ziel hat, das sie eigenständig verfolgen kann. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, hängt ein bisschen davon ab, ob man religiös ist. Wenn man ein Materialist ist, dann sagt man, naja gut, Bewusstsein ist schon einmal erschaffen worden, dann können wir das vielleicht auch mit Maschinen machen und die meisten im Silicon Valley sind jetzt nicht besonders religiös. Das heißt, die gehen davon aus, dass man das prinzipiell auch aus Materie schaffen kann. Wenn das so wäre, ja, dann können alle möglichen Sachen passieren. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, wer so etwas sagt. Wenn die selber Firmen haben, die KI vertreiben, dann ist das durchaus auch Werbung. Darf man nicht ganz vergessen. Übrigens auch das Warnen davor, ja, Werbung, ja, ist. Also dass ausgerechnet Elon Musk sagt, wir brauchen ein Memorandum, obwohl der Typ einige Monate vorher seine XAI-Firma eingetragen hat. Ja. Also... Genau, also das ist immer so eine Sache, aber Stephen Hawking, der hatte jetzt keine Aktien drin, der hat das wirklich selber geglaubt. Ich persönlich denke, es ist eine, also wir sollten es nicht versuchen, es wird irgendjemand versuchen, das ist glaube ich fast klar, aber ich glaube, wir sollten es nicht versuchen, eine solche AGI, also eine generelle Intelligenz zu bauen. Und ich mache mir heute mehr Sorgen um schlecht gemachte KI. Schlecht gemachte KI kann eine ganze Menge kaputt machen. Erinnern Sie sich an den Dow Jones, der 2010 so plötzlich abgekippt ist? Das waren jetzt zwei ziemlich dumme Bots oder ein ziemlich dummer Bot, der eingegriffen hat in einen komplexen Kauf- und Verkaufprozess und damit diesen Dip verursacht hat. Und das heißt für mich, und ich rede im Moment auch viel mit Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, BMDV, Digital und Verkehr, die werden hauptverantwortlich sein für die Umsetzung der KI-Verordnung der Europäischen. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen irgendwas machen für dumme KI-Systeme, die aber direkt mit der realen Welt interagieren dürfen. Also das macht mir heute viel mehr Sorge als diese Bewusstseinsgeschichte. Ich sehe die im Moment nicht kommen, aber na ja, Sie wissen, wie es ist. Ne? Vorhersagen über die Zukunft sind schwierig. Also mal gucken. Da rechts haben wir noch eine Frau? Ja, ach so, da. Du meinst... Ja, ja, ich bin da hart. Nee, es ist ja okay. Da hatten wir eine. Könnten Sie sich noch mal melden? Ich hätte so viele Fragen, aber ich werde mich auf... mal sehen, wie viele ich stellen kann. Die eine ist, was ist, wenn der Strom ausfällt? Ja, dann ist sie glücklicherweise erstmal mundtot. Notstromaggregat. Naja, nur, ja. Oder Hackerattacken oder überhaupt Menschen, die damit etwas Schlechtes machen wollen. Das ist das eine. Und das andere, ich habe eine große Unsicherheit über die... den Einfluss, dass es einnimmt auf Entscheidungen für die Menschen, dass die Menschen sagen, ja, aber da steht oder da wird gesagt, dass es so und so ist und die Menschen, ja, die denken nicht mehr nach, denn die haben ja die KI oder irgendjemand hat die KI und der letzte Punkt ist,
was wäre, wenn in dem ersten Kästchen, wo alle sich einig sind über eine Tatsache, wenn das ein paar Jahrhunderte vorher wäre und alle meinen, die Erde ist eine Scheibe, würde man da rauskommen mit der künstlichen Intelligenz? Das sind natürlich ganz hervorragende Fragen. Also, nur wenn diese Bewusstseins-KI uns jetzt wirklich Ärger macht, dann können wir einmal mit einem EMP alle elektronischen Geräte einfach ausschalten. Ist ein bisschen teuer und wird auch viele Nebenwirkungen haben. Aber natürlich, wo kein Strom, da keine künstliche Intelligenz. Können KI-Systeme gehackt werden? Ja, also man kann... Also, die meisten KI-Systeme lernen nicht weiter, während sie in Betrieb sind. Das ist nämlich viel zu schwierig, da die Sicherheit herzustellen. Also die meisten KI-Systeme werden im Labor trainiert, bis sie gut genug sind. Dann werden sie verwendet, zwischendurch getestet. Wenn sie nicht mehr gut genug sind, fängt man den Prozess wieder von vorne an oder trainiert hinterher. Also insofern... Warte mal, wo wollte ich hin? Hacken, ich danke dir. Müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die Maschinen trainiert werden von bösartigen Leuten, weil dieses Training im Labor passiert. Wir müssen uns Sorgen machen um schlechte gemachte KI, wenn man dann zum Beispiel Daten verwendet, die eben nur weiße Personen zeigen. Es geht aber zum Beispiel um Hautkrebs-Screening, dann braucht man ganz, ganz dringend Daten in allen verschiedenen Hautfarben oder muss vielleicht auch verschiedene Maschinen für verschiedene Hautfarben bauen. Also ich mache mir immer sehr viel mehr Sorgen um schlecht gemachte Systeme. Gehackt werden sie in dem Sinne nicht, weil sie in der freien Wildbahn nicht lernen. Aber man kann jetzt natürlich mit diesen KI-Systemen jede Menge blödes Zeug machen, Deepfakes, also man kann so tun, als würde, Trump sich einmischen oder würde Biden irgendwie Russland jetzt den Krieg erklären oder so. Also da muss man sich Sorgen machen. Die dritte Frage war? Die Erde eine Scheibe. Naja, ich meine, was ich mir insgesamt wünschen würde, ist, dass wir die Maschine nicht einfach irgendwelche Fakten berechnen lassen. Das darf ich als Wissenschaftlerin doch auch nicht. Ich bin gezwungen dazu, Hypothesen, die ich erstelle über die Welt, auszutesten. Ja? Nach Popper muss ich versuchen, diese Hypothesen umzustoßen. Und erst wenn wir mit ganz, ganz vielen Umstoßmethoden nicht zum Ziel gekommen sind, glauben wir, dass diese Hypothese ein Fakt ist oder etwas, womit wir arbeiten können. Aber hinter Ihrer Frage steckt ja noch etwas anderes. Wie viele KI-Systeme glauben Sie denn, wird es wirklich geben? Wir reden manchmal so, als wäre das so einfach, ein KI-System für eine bestimmte Anwendung zu machen. Sie brauchen die Daten, Sie brauchen die Computing Power, Sie brauchen unglaublich viele Fachkräfte, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel und Sie brauchen viel Geld. Und das heißt, es muss überhaupt einen Markt geben. Also wird es einen Markt geben für ein KI-System, das die Flachheit der Erde bestimmt? Vermutlich nicht. Es wird wahrscheinlich noch nicht mal KI-Systeme geben für all das, was wir uns wünschen. Denn diese vier Faktoren führen schon ganz oft dazu, dass niemand sich die Zeit nimmt und das Geld nimmt, um ein KI-System zu bauen. Es ist in unserer Hand, ob wir diese KI-Systeme haben wollen. Wir können sie gestalten. Sie tun nichts ohne unseren Willen. Und was passieren wird, es wird die KI-Systeme geben, für die der Markt groß genug ist. Und das sind, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele. Wenn ich eine Bemerkung noch machen darf, in Ihrer Frage steckt hier auch drin, was ist denn eigentlich, wenn wir sozusagen ganz viele unserer Entscheidungen einfach übertragen und die KI machen lassen? Naja, ehrlich gesagt haben wir das ja hunderte von Jahren mit der Kirche zum Beispiel gemacht. Also wo ist der Unterschied? Man könnte, wenn man ganz bös wäre, könnte man sagen, wir haben sehr lange sehr viel Erfahrung damit gehabt, die Entscheidungen sehr, sehr vieler Menschen abhängig zu machen, von einem Buch, von einer Elite, was auch immer sie da jetzt für einsetzen wollen. Also das schien mir in Ihrer Frage auch noch mit. Und ich würde da gerne an unsere eigene Geschichte erinnern und eben sagen, naja, das sind nicht nur die Maschinen, das sind wir selber eben. Da lande ich dann wieder bei deiner Antwort. Ja. So, jetzt aber, da eine Frau. Ich kann das, glaube ich, von hier ohne Mikro. Wenn wir von KI sprechen,
geht es ja um Intelligenz und um Erkennen, was diese Maschine kann und was sie nicht kann. Das geht aber nur, ich kann das nur erkennen, wenn ich selbst intelligent bin. Das heißt, es wäre ja weitaus sinnvoller, uns erstmal mit einem Bildungsniveau auszustatten, dass wir in der Lage sind, mit KI umzugehen. Solange ist die Gefahr, dass wir ihr blind vertrauen und damit große Fehler machen, doch einfach zu groß. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Frage. Und das war tatsächlich auch der Grund, warum ich 2018 das Taktgefühl geschrieben habe, den Vorgänger und jetzt das zweite Buch auch nochmal, weil ich eben glaube, dass es uns alle betrifft, dass sie aber auch alle mitmachen können, dass sie helfen können, dass wir nicht ganz so dumme KI-Systeme bekommen. Bis man so etwas in Schulen hineinkriegt, das ist unglaublich schwierig, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also was wir Politikern in den Ohren liegen mit einem Pflichtfach Informatik oder Digitalisierung, manche Bundesländer haben es, andere haben es nicht, der Föderalismus ist da schwierig zu navigieren, dann muss man ja immer sagen, welches Schulfach soll denn dann wegfallen? Ich hätte da Ideen, aber die werden nicht überall auf Anklang stoßen. Also das ist tatsächlich richtig schwierig, aber Sie alle haben einen Bundestagsabgeordneten oder eine Bundestagsabgeordnete, da kann man auch mal in die Sprechstunden gehen und sich dafür einsetzen, dass dieses Wissen da ist. Die gute Nachricht ist, wie gesagt, ich war jetzt gerade in der Klausursitzung beim Kanzler und seinem Kabinett. Diese 6 Jahre, in denen die Bundesregierung sich damit auseinandergesetzt hat, die zeigen Wirkung. Also da kann man inzwischen sehr gute Gespräche führen mit Ministerinnen und Ministern, die das auf dem Schirm haben. Und das fand ich auch sehr interessant zu beobachten, wie sich eine Gesellschaft, wie sich Deutschland so als Gruppe, als Kollektiv eine Meinung bildet über diese neue Technologie und dafür, dass wir das jetzt so 6 bis 8 Jahre machen, ist es erstaunlich gewesen, wie einig wir uns als Expertinnen und als Experten sind. Ich war da mit Jonas Androulis, das ist der Gründer von Aleph Alpha, und Christoph Grenzler, das ist der Co-Gründer von Lengu. Und ich als Akademikerin, wir haben sicherlich unterschiedliche Perspektiven, aber trotzdem waren wir uns sehr einig, was jetzt die KI ist, die funktioniert und die nicht funktioniert. Und das finde ich auch sehr spannend zu beobachten, ja, wie kommt so ein Volk zu einer gemeinschaftlichen Idee. Und wir werden noch viele Irrungen und Wirrungen haben, aber insgesamt bin ich einigermaßen optimistisch, dass wir das hinkriegen, aber Bildung wird ein großer Teil davon sein. Vielen Dank. Es gab noch mehr Fragen. Ja. Daran einmal anknüpfend. Meine große Angst ist, dass es ja nicht reicht, wenn wir als Volk oder wir als Europäische Union uns einig sind, sondern aufgrund der Globalisierung ist es ja eigentlich wichtig, dass wir eine weltweite Lösung finden. Und da wollte ich einfach gerne von Ihnen wissen, wie Sie jetzt diese einzelnen, also es sind ja eher so ein bisschen einzelne Projekte, der EU-Act, den gibt es jetzt, in den USA wird anders agiert, wie Russland und China damit umgeht, davon kriegt man gar nicht so viel mit. Also damit es überhaupt irgendwie, also weil das beschäftigt uns ja alle als komplette Menschheit, also wie können wir das denn schaffen, da einen Konsens weltweit zu generieren, weil es hilft ja nichts, wenn wir uns in Deutschland hier entscheiden und jetzt ein anderes Land sagt, ach komm, wir sehen es anders. Ja, auch das ist eine großartige Frage. Vielen Dank dafür. Tatsächlich gibt es auch globale Bestrebungen, solche Fragen jetzt zu stellen. Also zum Beispiel die UNESCO hat ein schönes AI and Ethics. Da wird dann immer alles unter Ethics abgelegt. Aber da waren auch viele rechtliche Fragen mit drin. Da hat China unterschrieben, dass es keine Social Scoring Systeme geben darf. Ich frage mich, wie das passiert ist, ob man da nachts noch einen Paragraphen mit runtergeschoben hat oder so, keine Ahnung. Also das heißt, es gibt auch solche Bestrebungen, wo schon ziemlich viele Länder unterschrieben haben, das aber natürlich noch nicht umgesetzt haben. Aber die zweite Frage ist, wo uns das betreffen könnte. Wenn wir es jetzt schaffen, auf dem europäischen Markt wirklich einen Markt herzustellen, wo wir bereit sind, für bessere KI-Systeme, abgesichertere Systeme mehr Geld zu bezahlen, dann wird es Firmen geben, die anbieten. Also sind ja eigentlich dann nur die KI-Systeme gefährlich, die wir global benutzen. Also sagen wir jetzt mal,
ja, Suchmaschinen, ist das jetzt KI oder nicht, ist egal. Es trifft Entscheidungen darüber, was wir sehen können und was nicht. Und auch die müssen sich an die lokalen Gesetze hier halten. Die kriegen wir also ganz gut hin. Was wir schlecht in den Griff kriegen, und da habe ich so ein bisschen Sorge, es gibt inzwischen Software-Packages, die sind so einfach zu benutzen, dass nahezu jeder von Ihnen mit 2-3 Wochen Online-Schulung sich sowas zusammenklicken kann. Diese Dinger werden wir überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen. Aber jede Firma, die hier Business machen will, ich glaube, die kriegen wir einigermaßen eingehegt. So. Und dann wird es vielleicht oder auch nicht sehr schwierig, KI-Systeme geben, die uns zum Beispiel in unseren Meinungen manipulieren. Es ist eben sehr billig geworden, jetzt sehr viele gut klingende Texte zu schreiben, die jeden von uns aus der Bahn werfen können. Ich weiß, also vielleicht mögen Sie ein solches Experiment mal machen. Ich habe das mal gemacht. Ich habe mir so eine Verschwörungstheorie ausgesucht, von der ich dachte, die ist weit genug weg von mir, die hat nicht so viel mit mir zu tun. Das war 9/11, dass das ein Inside-Job ist. Und da habe ich mal so ein bisschen angefangen, mich da reinzuarbeiten. Und das verunsichert einen. Innerhalb von 2-3 Stunden bist du so tief drin und hast so viel gelesen, dass du denkst, ich weiß auch nicht mehr. So, und das Experiment, machen Sie das mit, die Erde ist flach oder so, ja, nicht, dass ich Sie noch verführe, machen Sie das mit irgendwas, was ganz absurd ist, amerikanische Politiker sind eigentlich Reptiloide aus dem Weltall. Die gibt es alle, gell, also es ist jetzt keine Erfindung, aber man muss das einmal am eigenen Leib miterlebt haben, um zu sehen, wie schnell man sich dann doch verunsichern lässt und in so Gefilde kommt, wo man sagt, oh, das kann ich jetzt echt nicht sagen. So, und da habe ich natürlich schon Sorge, und das könnte so von außen kommen, das kriegen wir nicht reguliert, ja. Ja, wir müssen uns darüber unterhalten. Darf ich da auch ganz kurz einen Satz noch zu sagen? Ihre Frage zielt ja letztlich auch darauf, wie kann denn eine globale rechtliche Ordnung aussehen? Und ich habe da gerade mit einer Völkerrechtlerin drüber geredet, die sehr viel jetzt speziell afrikanisch-europäischen Dialog macht. Und sie sagt, in der internationalen Community deutet im Moment sehr viel darauf hin, dass wir, sie sagt so um 2050 rum, einfach auf diesem, so ähnlich wie der deutsche Föderalismus, nur ohne gemeinsame Verfassung, verschiedene Rechtsräume haben werden. Genauso wie wir verschiedene Wirtschaftsräume haben. Und die werden einfach nach anderen Regeln funktionieren. Und das ist ja genau das, was im Moment politisch passiert, dass der globale Süden ja auch verständlicherweise sagt, wir lassen uns nicht mehr von euch Europäern oder Westlern oder was auch immer dominieren. Und das wird erstmal zur Folge haben, dass es verschiedene Rechtsräume geben wird. Und da bin ich völlig bei dir. Umso wichtiger ist es, eine Cash-Cow wie die EU so juristisch festzumachen, dass wir tatsächlich bestimmte Regeln haben, von denen dann auch andere sagen, hätten wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch gerne. Ich glaube, das ist der Weg, wie das funktionieren kann. Also rechtlich sehe ich da auch im Moment eher schwarz. Oh, ich muss passen. Ich glaube, ja, da in der Mitte, also wir haben noch, ich würde sagen, wir haben jetzt noch 3 Wortmeldungen. 1, 2, 3. Ja, ich habe einen Hans. Machen Sie zuerst. Mit KI wäre das. Ich habe an Herrn Skobel die Frage, ob er nicht an einer Stelle ganz gewaltig über das Ziel hinausgeschossen ist. Nämlich als Sie so in etwa formulierten, da wo ein festes Regelwerk gelte, da höre die Notwendigkeit zum Entscheiden auf. Denken Sie mal an die Hauptarbeit der Justiz. Das ist ein riesiger Apparat und eine der Hauptaufgaben besteht darin, zu entscheiden, ob die Regeln eingehalten werden. Das ist kein festes Regelwerk, sorry. Das ist ja gut. Also das ist wirklich etwas, das ich gelernt habe in den letzten Jahren, weil ich auch gedacht habe, Mensch, Gesetze, ne, man wächst ja auch so auf, die Eltern sagen, mach das nicht, sonst kommt die Polizei. Habt ihr nicht gesagt, Papa, Entschuldigung, da sitzt in der ersten Runde. Aber ne, also vielleicht haben wir das mal zu unserem Sohn gesagt, sowas. Ne, wenn du dich nicht anschnallst, ne, dann kommt die Polizei und dann gibt es eine Strafe. Aber die meisten Gesetze sind eben nicht dieser Natur, sondern die sind eben... Die müssen ausgelegt werden. Und mit jedem Mal, wo sie ausgelegt werden, verändert sich der Charakter dieses Gesetzes auch um ein kleines bisschen. Das heißt, wer Recht spricht,
schafft auch Recht. Also das heißt, diese Gesetzeswerke, die von außen sehr klar wirken, bedürfen immer der Interpretation und dabei verändert sich, dabei lebt das Gesetz. Und das ist so etwas, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, dass das tatsächlich so ist. Du hast ja ein super Beispiel in deinem Buch, ja. Mord. Ja, also das Beispiel aus dem Buch, was ich von einer Juristin geschenkt bekommen habe beim Abendessen, die hat gesagt, naja, wir haben früher zwischen Totschlag und Mord unterschieden und die Mordmerkmale, die kennen Sie alle, wenn Sie die ganzen Krimis sehen, also so Heimtücke oder so etwas Ähnliches. Totschlag ist, wenn es halt passiert, aber es gibt eben nicht diese Mordmerkmale. Jetzt gab es eine Frau, die hat ihren Mann im Schlaf mit dessen Pistole ermordet und das ist Heimtücke. Dieser Mensch war nicht wach, der konnte sich nicht wehren. Aber nachweislich war sie in den Jahren davor so oft zusammengeschlagen worden und der Mann hatte angefangen, das auf die Töchter zu übertragen. Und sie hatte so eine Angst, sie war auch schon mal im Frauenhaus gewesen, da hat er sie gefunden, hat sie wieder an den Haaren nach Hause geschleppt, dass sie keine Möglichkeit sah, diesem Tyrannen zu entkommen. Und da waren jetzt die Richter und Richterinnen auch der Meinung, das ist ein Fall dazwischen. Es hat die Mordmerkmale, aber wir möchten sie nicht mit lebenslänglich bestrafen, so wie man das eigentlich muss, das steht exakt im Gesetz, sondern wir erfinden jetzt etwas, das nennt sich der Tyrannenmord. Also wenn es keine andere Möglichkeit gibt oder diese Person das so empfindet, dann kann das Gericht von der lebenslangen Haftstrafe absehen. Das ist aber noch nicht zum Gesetz geworden, sondern das ist so ein Nebending, das kennt jeder Jurist und kann das auch anwenden, aber es ist noch nicht Gesetz. Und das haben wir natürlich andauernd. Plus die Unzurechnungsfähigkeit, also wenn ich das Ganze alkoholisiert mache und so weiter. Also mit anderen Worten, es ist ein Regelwerk, was so viele andere Regeln hat, die andere Regeln brechen, dass ich keine eindeutigen Regeln habe. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Anfang des Vortrages, wo ich gesagt habe, als wir versucht haben, den Maschinen ein fixes Weltbild mitzugeben, haben wir gesehen, dass das der Vielfältigkeit dieser Welt nicht gerecht wird. Und deswegen haben wir eben Gesetze, die doch nicht so klar sind, sondern wir haben Gesetze, die einen Rahmen geben. Wir bilden Juristinnen und Juristen darin aus, sich in diesem Rahmen, der ja stark miteinander verknüpft ist, der eine klare Richtung hat, sich so gut auszukennen, dass sie für jeden Fall, der so spezifisch ist, dass man dafür keine eigenen Gesetze erfinden kann, dass man sie aber in diesen Rahmen einbetten kann und dass der Rahmen trotzdem lebendig ist und atmet. Und genau das können die KIs nicht. Entweder wir geben ihnen diesen fixen Rahmen, dann können sie nicht atmen, oder sie holen sich diesen fixen Rahmen aus den Daten der Vergangenheit. Aber dann sind sie immer noch zu fix und dieses Atmen, dieses Miteinander mit uns als sozialen Entitäten ringen um alles, da können sie im Moment nicht mitmachen und deswegen dürfen wir sie diese Dinge nicht machen lassen. Zwei Fragen gab es noch. Ja, vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Ich hoffe, das ist jetzt im Bereich KI, was ich frage, der Themenkomplex autonomes Fahren. Wir werden dahin kommen und ein bisschen hoffe ich, dass als alternder Mensch, dass wir voll autonomes Fahren haben werden. Da haben wir die Problematik ethische Entscheidungen. Wo fährt das Auto im Zweifel hin? In die Rentnergruppe oder in das einzelne kleine Kind oder so etwas? Welche Ideen haben Sie dazu, wie wir damit umgehen können? Ja, das wird ganz, ganz viel diskutiert und ich glaube, die wichtigste Antwort darauf ist, warum sollte denn die Welt mit autonomem Fahren genauso aussehen wie die Welt heute? Das ist irgendwie so sehr von heute gedacht, dieses Problem, anstatt sich zu überlegen, naja, wenn wir autonomes Fahren hätten, dann könnten wir doch den gesamten Straßenverkehr ganz anders sortieren. Das heißt, vielleicht gibt es eine kurze Anfahrtstrecke, vielleicht machen wir die noch selber. Der Straßenverkehr ist oben drüber, unten drunter, kommt mit Fußgängern einfach gar nicht in Kontakt. Ja, also das heißt, manchmal denken wir zu linear, ne? Wir sind jetzt im Hier und sagen, jetzt kommt autonomes Fahren dazu, dann gibt es ganz viele Probleme. Aber wir können die Welt dann auch autofreundlicher machen, in dem Sinne, dass wir den Autos eine ganz einfache Welt geben. Straßen, auf denen Menschen, wenn sie nicht 13-, 14-jährige Jungs sind, die jetzt irgendwie nur zeigen müssen, oh, wir können das, die menschenfrei sind
Und dann können uns Maschinen, glaube ich, wirklich sehr stark helfen. Und für die sogenannte letzte Meile haben wir dann die Roller, das E-Bike, was auch immer, gehen zu Fuß. Also das ist die eine Antwort. Die andere Antwort, also die Antwort, die Informatiker geben, das zeigt vielleicht auch noch mal etwas, ist, oh, wir können doch einfach ganz viele Menschen fragen. Dann abstrahieren wir daraus die ethischen Regeln und dann kann die Maschine das einfach so umsetzen. Und dann sind wir wieder bei dem Beispiel von vorhin. Rechtsphilosophen sind nicht in der Mehrheit, haben sich aber darüber sehr viele Gedanken gemacht, wie man tatsächlich agieren sollte. Also lieber die Experten fragen, nicht das Volk als Ganzes. Wir werden, glaube ich, eine Lösung finden. Aber das, was Musk uns versprochen hat, ne, dann hätten wir, glaube ich, letztes Jahr schon die autonomen Fahrzeuge. Es ist komplizierter, als es aussieht. Ich hoffe, dass sich diese Variante, die du jetzt zum Letzt genannt hast, dass die sich nicht durchsetzt. Das ist ja dieses Moral Machine Projekt am MIT, das dazu tendenziell führt, dass sich unterschiedliche Länder einfach juristisch, weil es ist ein Versicherungsproblem, darauf einigen, das durchgehen zu lassen, was die Mehrheit macht. Ja. Und in asiatischen Ländern tendenziell werden eher die Kinder totgefahren und nicht die älteren Leute, weil die älteren Leute höhere Achtung in der Gesellschaft haben. Bei uns werden eher die älteren Leute totgefahren. Also sie werden dann je nach Versicherungstyp und Autotyp mit chinesischer oder deutscher Zulassung ein unterschiedliches Programm in ihrem Auto haben, was im Notfall entweder die Kinder, wenn es chinesisch ist, oder die anderen bewahrt. Das ist jetzt nicht, das hört sich sehr lustig an, aber in die Richtung geht leider im Moment ein bisschen die Diskussion. Und ich fürchte, dass diese Umgehung ethischer Probleme, weil das ist ja keine Lösung eines ethischen Problems, sondern es ist schlicht eine Mehrheitsentscheidung, letztlich eine Zahlenentscheidung, dass die sich nicht durchsetzt. Sorry, musste ich noch loswerden. Auf jeden Fall. Eine hatten wir noch. Einer geht noch. Vielen Dank für die Ausführung. Mir ist noch nicht ganz klar, ob das eine bewusste Eingrenzung des Themas war, dass es sich eigentlich hauptsächlich hier um Entscheidungssysteme dreht und nicht so sehr um Kreation, weil KI-Systeme ja auch kreieren. Sie erschaffen Wirklichkeiten, neue Wirklichkeiten, die dann ja auch wieder ganz andere, auch insbesondere ethische Fragestellungen entsprechend aufwerfen aus meiner Sicht. Und ich glaube, diese Kreation von Parallelrealitäten eigentlich ein ganz großes Problem ist, was jetzt mit der reinen Entscheidungsfindung, die über diese vier Quadranten abgebildet ist, eigentlich gar nicht abgedeckt ist. Da haben Sie völlig recht. Woran liegt sowas? Ich habe das in den letzten Jahren hauptsächlich erforscht, so Entscheidungssysteme. Das waren die Dinge, die ich besser verstehen wollte. Deswegen haben die heute auch so eine große Rolle gespielt. Bei den generativen KI-Systemen haben wir viele neue Probleme und viele auch interessante Fragestellungen. Zum Beispiel, wo kommen denn eigentlich die Daten her? Also wenn so eine Midjourney-KI von vielen Bildern von Künstlerinnen und Künstlern lernt, dann braucht sie die nicht herunterzuladen, sondern es reicht, wenn die am Bildschirm angezeigt werden. Dadurch, da gibt es so ein rechtliches Schlupfloch, hat sich das ja nicht zu eigen gemacht, das war ja nie auf den eigenen Servern, es ist ja nur angezeigt worden am Bildschirm, dann kann man davon lernen. Das ist natürlich nicht sauber und das ist auch nicht das, was wir wollen. Also die Frage ist, wer darf jetzt von diesen Daten profitieren, um dann Bilder zu zeichnen, die im Stile von sind. Einen kleinen Ausblick davon hatte ich mit Herrn Lenz. Sie erinnern sich, Herr Lenz war unser Pferdefotograf, der sein Copyright-Zeichen da unten hatte. Als ich diese Geschichte in meinem Buch erzählen wollte, habe ich gedacht, ich frage ihn jetzt doch noch mal, ob ich sein Bild verwenden darf. Die wissenschaftlichen Kollegen hatten eigentlich dazu geschrieben, ihr dürft alle Bilder von uns benutzen. Aber ich dachte, ich frage noch mal. Und Herr Lenz ist aus allen Wolken gefallen, dass seine Bilder zum Training von diesen Bilderkennungssystemen verwendet wurden. Ich habe jetzt eine ordentliche Lizenz, deswegen darf ich das tatsächlich zeigen. Aber es zeigt eben, also Urheberrecht ist ein Problem, wem gehören die Bilder, die dann kreiert werden? Ich persönlich habe vorgeschlagen, dass wir vielleicht ein kollektives Urheberrecht brauchen. Denn wenn so etwas wie ChatGPT von deutschen Texten lernt,
dann haben wir das eben als deutsch sprechendes Kollektiv, und das ist jetzt eben nicht Nationalität, sondern jeder, der Deutsch spricht, egal wo auf der Welt, trägt dazu bei. Vielleicht müssen wir also eine Steuer erheben auf deutschsprachig generierte Texte. Und mit diesem Geld könnte man dann zum Beispiel deutschsprachige Journalisten in aller Welt unterstützen. Man könnte damit Stipendien für Autorinnen und Autoren machen. Also ich glaube, wir werden kreative Wege finden, wie wir mit neuen ethischen Problemen rund um den Begriff generative KI umgehen werden. Wir müssen klug und kreativ sein. Aber Sie haben recht, es war heute so ein bisschen außen vor. Ich mache mir interessanterweise weniger Gedanken über die kreativen Aspekte als über die ethischen. Und ich glaube, als Antwort auf Ihre Frage, im Moment sind das überwiegend tatsächlich juristische Fragen. Wo kommen die Daten her? Wir haben vor 2 Wochen einer KI einfach mal gesagt, weil wir eine Sendung geplant haben, mach uns zu diesem Thema, also ein Film, den wir selber einer Firma in Auftrag gegeben haben. Wir haben denselben Text verwendet und gesagt, mach uns daraus einen Film. Und wir hatten innerhalb von 25 Sekunden einen 3-minütigen Film, visuell echt opulent, in Klammern, hätten wir nie senden können, weil es keinerlei Rechte gibt für diese Bilder dieses Films. Der Text war beeindruckend. Und wenn das eine Brainstorm-Sitzung gewesen wäre, hätte man sagen können, boah, da hat sich aber jemand richtig vorbereitet vorher und schon mal eine gute Vorlage geboten. Also faktisch haben Sie recht, dass diese Sachen extrem in verschiedene Bereiche extreme Wirkungen hinein haben werden. Wenn Sie es häufiger machen, stellen Sie fest, dass sich das doch sehr ähnelt. Midjourney hast du angesprochen. Ich habe neulich mit jemand einer großen Hamburger Werbeagentur zusammengesessen. Der hat gesagt, er hat mit Midjourney gearbeitet. Das ist eine KI, die Bilder entwirft. Und die Aufgabe war, entwerf mir neue Gin-Sorten mit einem Werbetext für die Gin-Sorten und tollen Bildern inklusive Flaschendesign. Das hat, ich glaube, noch nicht mal eine Minute gedauert. Er hatte 12 verschiedene Gins mit 12 verschiedenen Flaschen, 12 verschiedenen Marketingkonzepten. Und das Erste war, dass die Bilder, die dazu geliefert wurden, also die Werbebilder, die die KI generiert hat, er hat gesagt, für diese Bilder hätten wir früher ein Team eine Woche nach Südafrika geschickt, weil nur in Südafrika das Licht so ist, dass man eine solche Aufnahme so mit einem realen Fotoapparat hinkriegt. Das hat die KI gemacht. Ich würde sagen, 6 oder 7 von den Gin-Sorten waren Schrott. Mindestens 3 waren absolut verblüffend. Und das wird in Werbeagenturen oder hat schon in Werbeagenturen natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, dass man sowas machen kann. Ja, aber das Beispiel zeigt eben auch, KI wird uns nicht ersetzen. Aber der Mensch, der es nicht versteht, wie man KI in seinem Beruf einsetzen kann, um so Rapid Prototyping zu machen, der wird ersetzt werden durch den Menschen, der das verstanden hat. Und deswegen muss man sich eben damit auseinandersetzen. Ich habe zu lange geredet. Katharina, vielen Dank nochmal. Vielen Dank an Sie. Und ich kann ihr Buch nur empfehlen und Sie können es hinten erwerben. Und ich glaube, du signierst auch, richtig? Ja. Vielen Dank nochmal.